we Death to the enemy! Where is our support? Meine über alles geliebten Joden War Freunde, es ist soweit nach einer unglaublich langen Zeitspanne. Endlich wieder gerade neue Hamstermusik hier auf dem Kanal, aber auch der nächste Thrones of DK Trailer. Und den gucken wir uns natürlich heute gemeinsam an. Schön, dass ihr euch alle eingefunden habt. Ich mache das heute ein kleines bisschen anders als sonst. Nämlich, normalerweise kommt ja erst das Video dazu am Folgetag. Aber heute mal eine kleine Ausnahme, mal ein bisschen was anderes. Wir sehen uns den Trailer heute mal gemeinsam an. Und dann gucken wir uns mal an, wie Hamster normalerweise seine Trailer-Analysen macht, wenn er gerade keine mega geile Warhammer 40k Chaos Gate Musik anhört. Übrigens aus dem früher releaseden Spiel, weil. Ja, das einzig wahre chaos geht Leute. Hallo an den Twitch-Chat, hallo an den YouTube-Chat, wie immer parallel beides unterwegs, Krautbart, Gnarv und Loco, willkommen, willkommen. Und hallo Markus Treiberg, Lord Boysen, ähm, Blackless, Grombring, Eisenhammer, Oli Frisco, Arbald Hans, Dampf, die Musik ist ja mäßig gewöhnungsbedürftig, äh, ja, okay. Man muss damit aufgewachsen sein. Elite Henry Legio, uh, Product Komma uh, Blacklist, Fin Jung, Sedo. Und uh, Sagittarius, willkommen, willkommen, wenn du Probleme hast mit deinem Toro Warmer. Ja, bist du Royal geflechtet. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber sei es drum. Komm, wir. Wir gehen jetzt aber mal rein. Wir gehen jetzt erstmal rein. Also normalerweise Rechtsklick drauf und reparieren. Das funktioniert man meistens eigentlich ganz gut. Vielleicht mal den ganzen Ordner löschen. So willkommen, willkommen. Wir gucken uns heute, hallo Google, willkommen im Stream. Ähm, wir werden uns heute gemeinsam den von Creative Assembly releaseden Thrones of DK announced Trailer ansehen und im Detail analysieren gemeinsam. Und dann gucken wir auch einerseits natürlich, das würden wir alles, wenn wir alles in den Hype Train mit aufnehmen. Die ganzen Neuigkeiten dazu. Ja, wo ist das Zeug? Hier ist der. Wo ist er? Hier ist mein Hype-Train. Der Hamster-Train mittlerweile. Und wir werden es cross-checken mit den Prognosen, die der Hamster vor einiger Zeit in einem Video gemacht hat. Mit den Einheiten. Wobei ich jetzt, wenn ich mir das so ansehe. Ah, doch, doch. Pestigos sind hier drin als fünf, Sehr gut. Ähm, ja, mit. Genau, wenn wir es vergleichen mit der Spekulation vom Hamster vor einigen Tagen und natürlich auch gleichzeitig mit den Spekulationen, die der ein oder andere hier auf dem Kanal gegeben hat. Moment, wo ist es? Oh! Oh meine Güte, das Alien. Herzlichen Dank für den viermonatigen Resub. Ah, genau hier. Hier habe ich eure ganzen Screenshots gespeichert und eure Spekulationen dazu. Oh, Moment, hier, äh, oh, jetzt wo ist denn hier? Da dokumentiert. Ah, ich mag vor allem Homer J. Simpson. Homer, das ist ein bisschen manchmal ein bisschen agro. <laughs> aber er erst zwar agro, aber er ist nicht sonderlich bösartig agro, sondern immer noch, immerhin kritisierend. Mir ist die Law ganz wichtig. Und ich kann ihm sagen, Burned! Es ist äh, Mara Kaisen. Okay, okay, aber genug davon. Wir legen jetzt mal los, sonst wird das, wird das nichts mehr heute. Okay, ähm, Link zum Original-Trailer in der Stream-Beschreibung. Hallo Renegade Slayer. Und los geht's. Ich mache mal alles laut, kann man das auch gut hören. Und 16. <laughs> Wir gucken erstmal in Summe an, bevor wir mit dem Analysieren beginnen. Das ist Elspeth von Draken. der halt. Äh, გამშარდო Landship. Donnerbarken! Oh, meine hochwertigen Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, natürlich hauptsächlich Zuschauer. Da mache ich mir überhaupt gar keine <laughs> Illusionen. Ja, einmal durchgeguckt. Du bist zu leise. Ähm, ja, das war auch Absicht. Ich wollte jetzt auch nicht zu sehr reinlabern hier bei der ganzen Situation und äh, wir haben einiges gesehen Leute wir haben einiges gesehen und äh, übrigens hat auch Creative Assembly selbst hier auf ihrem ähm, ja auf ihrem auf ihrer Steam-Seite bereits hier reingeschrieben wir haben Elspeth von Draken ähm, die ähm, die Wahlgrafin von äh, Null äh, Wiesenland genau Wiesenland Tamokan, der Magot der 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 der, der Lord der ähm, 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 Maden, genau, der Maden Lord. Auch Hackchen dran. Und Malakai Makaison. Nun, jetzt gucken wir mal, was der Hamster spekuliert hat. Tamokan, Elsbeth von Draken und Malakai Makaison kommt für mich als einziger in Frage. Ich kann nur sagen... <laughs> mhm, Mhm, Leute. Gott, manchmal, manchmal habe ich selbst von mir Angst. Und meiner Prognose die Zukunft vorherzusagen. Ah, Sollte wohl irgendwie Sportwetten machen. Das wäre vielleicht besser. Wie auch immer. Wie auch immer. Um. <laughs> das Landship. So, und wir kommen jetzt in den Punkt an dem Creative Assembly. Die ganzen. Ihr könnt ja, und wie gesagt, könnt ihr euch die drei verschiedenen DLCs separat voneinander kaufen oder eben als Gesamtpaket, wobei, das, wobei die einzelnen DLCs... Uh, wo, wie viel kosten die? Nee, ich habe da irgendwo noch einen Screenshot gemacht. Ach uh, ne, ist ja, so ein Thumbnail. Ich glaube 8,99 Euro oder steht das schon mit drin? Hier steht interessanterweise nicht der Preis mit drin, aber wir wissen glaube ich 8,99 für den Einzel-DLC für jede Fraktion. Und äh, 24 oder 23 Euro für alles zusammen. Aber gucken wir einmal rein. Übrigens, falls ihr den Hamster-Kanal supporten wollt, lasst gerne über Twitch... Danke an das Alien für den Resub. Einen Sub da. Oder äh, zum Beispiel, holt euch irgendwas über den MMOGA-Link in der Videobeschreibung. Oh Gott, ich bin jetzt ein bisschen, was, bisschen durcheinander gekommen. Habe ich das jetzt zugemacht? Ich glaube schon. Und äh, Helldriver zum Beispiel. Mega geiles Game. Ah ja, hier ist es. Gut, Thrones of Decay. Jetzt gehen wir mal langsam und Stück für Stück durch und checken quer, was wir hier im Rahmen dieses Trailers sehen. Lasst gerne auch den Daumen hoch da. Und äh, wir analysieren jetzt mal. So. <laughs> war auf jeden Fall ein schöner Trailer. Actionreich. Was mir bei diesem Trailer von Creative Assembly gerne auch mal gefällt, ist, dass die Musik hier in diesem Fall auch gut war. Und äh, ich finde, ich bin schon sehr immer traurig darüber, dass Creative Assembly eigentlich keine gute Musik sonst in ihren Spielen, jedenfalls im Total Warhammer hat. Auch oh, vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank für den großzügigen ähm, Sub an Gonzales Resub 5. Meine Güte, hattest du nicht schon gesubt, aber Ho, Ho du Familie. Gerne auch mehr. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Okay, schauen wir einmal rein. Schauen wir einmal rein. So, wir beginnen mit einer Belagerungsschlacht in dieser Szene, Belagerungsschlacht, hallo Brother Rowan, willkommen, willkommen im YouTube-Stream, YouTube, ähm, nein, Blödsinn, Twitch, Twitch, ähm, genau, wir beginnen wieder mit einer Belagerung, obwohl Belagerungen so ultimativ kacke sind. Hey, Schaut, sind es dennoch die Dinge, die gerne gezeigt werden? Ich wünschte mir eigentlich, dass wir mal Belagerung in... Also es gibt ja diesen endlosen Angriffsmodus, den Creative Assembly eingeführt hat, irgendwie mit einem der Patches in der Zusammenarbeit mit Pentium oder so. Das, das ist also die ewige Verteidigung, wenn ihr, wenn ihr eine, eine, eine Festung verteidigt, das wäre doch mal was. Naja, sei es drum. Also, und das ist vermutlich. Der Angriff auf Nullen äh, von Tamor Khan, dem mordenlord auf Elspeth von Draken. Und da ist sie auch schon. Und da ist auch schon eine der neuen Einheiten, die ich. Also erstmal, erst klar, Elsbeth von Draken. Hier haben wir. Und ich habe ja spekuliert, wir werden einen imperialen Drachen sehen. Und ähm, was soll ich sagen? Was soll ich sagen, da ist er? Da ist er. Da ist er der imperiale Drache. Okay, vielleicht nicht unbedingt. Also es ist ein imperialer Drache. Aber normalerweise ist es so, so eine Einheit kriegt man gerne auch mal separat dazu. Aber sei es drum. Gucken wir mal weiter. Gucken wir mal weiter. Hi, hi Homer. Willkommen. Willkommen. Homer, natürlich ziemlich mies gelaunt, kann ich verstehen. Ich habe mir alle die Kommentare der Spekulanten, Moment, wo ist ich denn genau hier, natürlich gescreenshottet, wie angedroht. Mhm. Und ich habe natürlich auch deinen. Äh, Grüße, Grüße gehen raus. <laughs> äh, ja, so ist das Leben. So ist es, so ist das Leben. Also da fliegt sie auf ihrem Drachen durch die Gegend. Elspeth von Draken war ja eigentlich fast schon zu erwarten. Wir sehen übrigens hier eine Artillerie, die über die linke Seite geschossen wird. Ähm, könnte vielleicht auch eine neue Einheit sein. Also vielleicht ist es auch einfach nur der im Seelenzimmer einmal von Nörgel. Weil äh, der Todbringer schießt eigentlich in einer anderen Farbe, oder? Vielleicht ist es der, die, ähm, der Toad, also die, ähm, die Kröte, die, die Seuchenkröte. Oder wie, die haben, wie heißt das Ding nochmal? Äh, hier, Bile Trolls. Ne, hier Toad Dragon. Toad Dragon kann sein, dass der hier das Ding abschießt. Man weiß es nicht. Ich gehe mal auf die höhere Auflösung. Vielleicht kann man da was erkennen. 1440p. Mal sehen, ob es besser wird. So, okay. Ah, das ist bestätigt. Was? Kein Drachen für das Empire. Wo sind das für ein Ding? Naja, ist auf jeden Fall mal ein Drache. Auf der Liste ist der Drache nicht der neuen Einheiten. Okay. Er ist da. Okay, jetzt okay, guck, mal, guck mal. Wo sind die Liste mit den neuen Einheiten? Haben wir die hier? Schauen wir mal. Uh, Embrace the Strength. Oh, wir gucken uns natürlich die ähm, Änderungen der. Ähm, ähm, ähm der Mechaniken an, falls es dort etwas Neues gibt. Äh, ich weiß natürlich, die neuen Einheiten sind auch bereits schon geleakt auf Reddit. Ich habe gesehen. Ähm, äh, ich weiß, ich weiß. Auf Reddit hat schon jemand geleakt. Und ähm, ja, hier, hier sind sie, die neuen Einheiten, die auf Reddit geleakt worden sind für das Imperium. Gucken wir erstmal das Imperium an. Ähm, und da rollen jetzt Köpfe, Leute. Da rollen jetzt Köpfe. <laughs> Bei Creative Assembly. Das, das könnt, ihr, da könnt ihr euch drauf verlassen. So, da ist sie. Elsbeth von Draken. Die Wahlgrafin von Nullen auf ihrem Drachen. Und. Ja, sie ist eine Zauberin. Amethystenmagierin. Mit der Lehre des Todes. Da macht sie. Ich habe vergessen, wie das Ding heißt. Auf jeden Fall das schwarze Loch. Ähm, eigentlich ein ziemlich. Also In meiner Kampagne habe ich auch noch mit das Zauber das Ding cast ich nie. Wir sehen hier auch die ersten Einheiten. Hier vorne auf der linken Seite. Das könnte jetzt einfach nur ein normaler Seuchenhüter sein. Äh, oder hier ein chaos Sieht Sieht nicht aus wie ein Chaos-Krieger. Hm. Okay, die fliegen alle so ein bisschen durch die Gegend. Schilde. Ah, da ist er. Okay, da haben wir einen großen Verpester auf der Seite. Wir haben im Hintergrund eine Linie aus imperialer Infanterie, die verteidigt. Und hier auf der rechten Seite, was kommt da? Ah, da ist jetzt Demigreifen. Demigreifen werden hier in dieser Mission oder in diesem Video ziemlich groß und ziemlich oft gefeatured. Nicht nur, dass, wenn wir später sehen werden, ähm, wo ist er? Ist es, nee, Ludwig Schwarzhelm? Ne, 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 wer, wer war's? Das war es? Das war nicht Ludwig Schwarzhelm. Das war total dumm, den hatte ich nicht richtig, ähm, da kommen wieder Artillerie aus dem Himmel raus. Wir sehen hinten im Tor mal wieder Belagerung zentral gefeatured, wie Infanterie hier in mehreren Regimentern diesen Riesen auf der anderen Seite erwartet. Ziemlich cinematisch. Die Demigreifen reiten irgendwo hin. Keine Ahnung. Ähm, keine Detachment-Mechanik. Die Detachment-Mechanik, die kannst du kriegen, wenn du willst. Gibt es einen Mond dafür? Ähm, ja. So, und da ist er. Uh, ja, wie heißt er nochmal? Um, 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 Moment, ich muss mir kurz mal nochmal seinen Namen an ansehen. Um, Elspeth von Draken. So, die ist ja hier, Elspeth von Draken. Und sie hat den Judicar. Judicial Champion hier, Elector Count Liebwitz hier. theodore Br no, Theodor Bruckner, she part with uh, theodore Bruckner. Die Elector Countess. And, um, Personal. It and personal. Hier, das müsste der. Ja, genau, das ist Theodor Bruckner. Theodor Bruckner ist der Held, den wir hier sehen. Ähm, ich weiß nicht, was Ludwig Schwarzhelm. Warum ich den denn reingeschrieben? Das war schon ziemlich dumm. Ja, das war ziemlich dumm hier. Also da müssen wir auf jeden Fall korrigieren. Ähm, Theodor Bruckner. Wie, wie, wie konnte ich da? Ja, das ist natürlich der Champion von. Von, von, von ähm, Elsbeth von Draken gewesen hier, der Kerl. Totaler Quatsch. Totaler Quatsch hier. So, das ist er. Theodor Bruckner, der auf seinem Demigreif durch die Gegend reitet. Und ich denke, wir können ganz stark davon ausgehen, dass Demigreifen, vielleicht auch Drachen, mal sehen, ähm, ein neues standardmäßiges Reittier für das Imperium werden. Und wer weiß, ob dieser Leak hier auf Reddit tatsächlich die vollumfängliche Linie ist. Was ich mich frage, ist, wo kommen die Leaks eigentlich her? Also, ich habe nichts gesehen von irgendwas, aber sei es drum. Hallo, Macangle, willkommen im Twitch-Stream. Theodor Bruckner ist es, ganz genau, Theodor Bruckner, der Judicial Champion von Elsbeth von Draken. Offensichtlich, oder würde mit Sicherheit anti-groß sein und äh, hoffentlich auch Regeneration haben. Aber ich habe das Gefühl, das Demigreif-Modell ist ein bisschen aktualisiert worden. Es sieht irgendwie... Besser aus als sonst. Die, das sind die Warhammer Chocobos. Hat ja. zwei Beine mehr. Aber ansonsten gleich. Da steht er. So, hier sehen wir auf der rechten Seite Hellebardiere. Gut, dass sie da sind. Die haben Anstromabwehren gegen groß, habe ich gehört. Das ist bestimmt echt gut. Auf der linken Seite haben wir eine der neuen Infanterieeinheiten des Imperiums. Und die haben so eine Art Gatling-Waffe. Und ich bin mir jetzt nicht so 100%ig sicher, sind das jetzt Nullen Ironsights? Gucken wir uns das mal an, ähm, wie die lawmäßig eigentlich aussehen. Das sind wahrscheinlich Nullen Ironsights. Mal, mal gucken. Repeater Rifles. Okay. Schauen wir mal. Nullen Ironsights haben wir hier. Ah, okay, das sind, da, nee, das, das sind eher die Scharfschützen. Repeater Rifles. Moment. Wurde hier jetzt gerade gesagt von Homer und Elite Henry. Wie heißt das Programm, das ich benutze? Ähm Kommt drauf an, was du damit meinst, was ich benutze. Das ist mein Internetbrowser. Empire Master Engineer. Hier gibt es Experimental Weapons, Handguns und Empire Master Engineer. Okay, das ist der Scharfschütze. Engineer taking aim. Hochland Long Rifle, okay, das sieht doch. Repeater Handgun, das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Ja, ja, oh, das ist es. Repeater Handgun. Oh, 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 oh. Übrigens, übrigens. Dampflor. Ich habe keine Probleme mit dem Darm, aber trotzdem danke für den Vorschlag. Meisteringenieur Volker von Meinkopf hat Inspiration äh, darin gefunden, seinen ähm, Studierenden zuzusehen. Und er hatte eine Erkenntnis. Mehr Rohre bedeutet mehr Schüsse und mehr Tödlichkeit. Okay. Und das gibt übrigens uns einen Hinweis auf einen Helden, denn die Liste, die hier auf Reddit gelegt ist, ist sicherlich nicht vollständig. Das sind gerade mal fünf Einheiten, aber ähm, es wird ja noch Helden geben. Also fünf, also das sind hier vielleicht die fünf hier. Aber es gibt ja noch den Normallord, der ist noch nicht gezeigt worden. Die Normalhelden. Und da ist auf jeden Fall noch Platz für einen Meisteringenieur. Und der würde meiner oder vielleicht sehen wir, vielleicht ist das sogar der eine, der oben gestanden ist. Also null Iron Sights mit äh, nee, Blödsinn, äh, Repeater Rifles. Und die Repeater Rifles ähm, hier werden vielleicht so ein bisschen sein wie ähm, die Rattling Gunner. Wobei, man doch könnte schon sein, könnte auf Rattling Gunner Ebene Gehen, was die hier haben, okay, interessant. Uh, okay, ach so, ist eine Excel. Ja, genau, das andere ist eine Excel. Um, also, Repeater Rifle. Also, ich meine, offensichtlich gibt es das Ding hier. Warhammer Armies, The Empire, 8th Edition, Seite 31. Moment mal, Leute, Moment mal. Ich habe hier doch das Warhammer Armies Regelbuch. Nicht nur das, ich habe sogar ganz viele. Oh, um Himmels Willen. Das sind gar nicht alle. Ich, ich habe viel zu viele von den Dingern. Heute gucken wir mal im Imperiumsbuch rein. Hier steht, äh, genau, und das, so, so sieht es übrigens aus, wenn Hamster ein, eines dieser Trailer-Analysen-Videos macht. Das dauert ewig. Ihr würdet es nicht glauben. Ihr würdet es nicht glauben. Vor, vor, ein, vor Montag habe ich leider ein paar andere Community-Mitglieder enttäuschen müssen, weil sie mit mir eigentlich eine Multiplayer-Kampagne spielen wollten, aber ich habe gesagt, naja, ich kann nicht nochmal vier Stunden in einer Woche dafür aufgeben, sonst bricht mein Leben total auseinander. Ähm, Seite 31, gut, das passt jetzt hier nicht dazu mit der Seite, ich klicke mal hier drauf. Weil der ganze Mist hat einfach so lange gedauert. Okay, Seite 31 war es jetzt mal nicht. Bogenschützen, Fechtmeister, Musketen, Armbrustschützen, Speerträger, Milizen, Feldweibel gibt es auch noch. Da gibt es diese Abteilungsmechanik hier, mit der man ähm, Regimente aufteilen kann. Äh, was gerade der Homer gesagt hat, was ihm fehlt. Aber es gibt einen Mod, der das machen kann, wobei es ein kleines bisschen anders funktioniert. Bihandkämpfer, Pistoliere, Schützenreiter, Schlachtross. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ich finde es hier jedenfalls. Doch, hier Meistertechnikus. Ballistikexperte. Er kann eine Hochlandbüchse Hochland haben. Oder die Bündelmuskete. Das ist wahrscheinlich das Ding hier. Die Bündelmuskete. Seite 47. Und da, oh, da ist übrigens auch dieser Typ hier. Den sehen wir nachher im Trailer. Den sehen wir im Trailer. Das ist, kommt gleich noch. Okay, also die Einheit gibt es auf jeden Fall, vielleicht nicht unbedingt als Regiment, aber er existiert. Also die, die, die Waffe existiert. Auch wenn sie hier nicht so dasteht, als würde man ein Regiment damit ausrüsten können. Achte Edition ist aber alles Hardcover. Was? Just the Armee Bücher, sechste bzw. siebte Edition. Nein! Oh. Danke, Arobasch, für den Hinweis. Wie viel hast du gezahlt für das Buch und woher? Nein, gibt es nur noch auf Ebay. Und äh, keine Ahnung, wie viel ich dafür gezahlt habe. Das liegt bei mir schon ewig rum. 15,20 Euro vielleicht so um den Dreh. War jetzt nicht extrem teuer. Okay, also, dann haben wir auf jeden Fall hier die 8. Edition Imperium. Moment mal, ich habe da noch was anderes zur Verfügung. Vielleicht habe ich da noch ein bisschen mehr. Ähm, Gebt mal kurz einen kleinen Moment. Ähm. Ich habe nämlich noch so ein bisschen anderes Zeug. Ich habe da ein paar Armeebücher irgendwo mal runterfallen sehen. Von einem Laster. Und die sind irgendwie bei mir auf der Festplatte gelandet. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber das ist auch die siebte Edition. Das ist die siebte Edition, genau wie dieses Ding, was ich hier habe. Mhm. Ich habe hab kein achtes Editions-Armeebuch. Oder? Nee. Jedenfalls nicht vom Imperium. Schade, schade, okay. Aber sei es drum. Sei es drum. Also, die Waffe ist auf jeden Fall da. Welche Army-Box habe ich noch? Äh, Dämonen von Chaos. Ich habe hier die Zwerge. Ich habe hier die Tiermenschen. Ich habe die Gruftkönige. Dann habe ich die Bretonen. Dann habe ich die Skaven. Dann habe ich die Ogerkönigreiche. Ja, und ich habe sogar ein Hardcover Gruffkönige. Das müsste dann also die achte Edition. Alles klar. Sieht doch cool aus, die 8. Edition, wenn das alles Hardcover ist. Aber genug davon, Leute. Jetzt hängen wir da schon wieder so lange rum. Oh, sehr gerne, Humor. Sehr gerne. Okay. Um, wann gibt es eigentlich wieder einen South -Stream? Kam ich noch vor den Warmer? Ach so. Vielleicht mit Release von Thrones of Decay, keine Ahnung. Äh, überlegen wir uns mal. Ähm, also, was sehen wir? Wir haben jetzt eine Einheit. Das sind zwar nicht die Nullen Iron Sides, sondern ähm, war das eine Nulleneinheit? War das eine Nulleneinheit, die wir hier gesehen haben? Also wahrscheinlich schon. Man muss ja, man experimentelle Waffe. Wahrscheinlich ist es das. Also es sind nullen Repeater Rifles. Ich nenne das jetzt mal einfach so, weil sie auch so heißen im Regelbuch. Gibt es da im 8. Äh, Edition Regelbuch ein, äh, die, 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 die Repeater Rifles als Regiment? Okay. Gut, wie auch immer. MXC-Plan -E willkommen im Stream. Tamo Kanal Kommandant erscheint, fragt Cedo. Die Antwort lautet ja. Könnte auch Regiment of Renown sein? Hm. Ja, möglich. Wenn ich hier auf Reddit gucke, ist Ich meine, die Bilder sehen schon deutlich anders aus als sonst, aber hat jetzt nicht den Eindruck, ich meine, okay, man kann es wahrscheinlich nicht ähm, verstehen hier. Also der, ich glaube, der Dampfpanzer ist wahrscheinlich ein Regiment of Renown, weil der ist irgendwie ganz neu und der hat auch so eine Repeating Gun. Aber okay, gehen wir mal weiter. Also wir haben hier die erste Einheit. Wir sind erstmal 30 Sekunden drin. Okay, jetzt äh, gehen wir mal kurz ein paar Frames zurück. Im Hintergrund sehen wir Nörglinge und ähm, Seuchenhüter und hier sehen wir einen Oger. Oger mit einer Einhandwaffe, ein Chaos-Oger. Aha. Das ist offensichtlich ein Chaos-Oger. Okay. Oder ist das ein Troll? Könnte auch ein Troll sein. Ähm, das wäre dann hier ein Bildroll. Ist das ein Bildroll? Das sieht aber nicht so aus wie ein Bildroll. Sieht eher aus wie ein Oger. Mit dem habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Äh, hm. Seuchenoger. Mhm. Also in dem Fall. Ne, Seuchenoger. Das ist dann schon ein anderer. Seuchen-Oger. Ist der auch in dem Armeebuch drin irgendwo? Hm, ich habe mein Chaos-Armeebuch, ich habe nur das Dämonen des Chaos-Armeebuch. Da ist wahrscheinlich keine. Ne, das, das sind nur die Dämonen drin. Da habe ich keine Oger oder so. Interessant. Na gut. Okay. Okay. Ja, da haben es da gefailed. Das ist dramatisch. Dramatisch. Weiter geht's. Okay, im Hintergrund Nörglinge. Wir sehen den Riesen. Alles soweit, alles klar. Und wir sehen schon wieder so ein Artilleriegeschoss im Hintergrund durch die Gegend zischen. Diesmal allerdings in einer anderen Farbe. Und es geht von der Horde des Chaos in Richtung Angreifer. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist irgendeine Art von neuer Artillerieeinheit. Entweder das Grüne oder dieses Gelbe, was da rausgehauen wird. Okay, und jetzt sehen wir. Das ist der Master Engineer. Das ist der Master. Das ist der Master Engineer. Das ist eine neue Einheit, dass der neue Legendä äh, der neue vermutlich No-Name hält. Und er sieht wirklich 1 zu 1 aus, wie hier im Imperiums-Regelbuch. 1 zu 1. Es war siebte Edition, aber ist trotzdem der. Äh, ich zeige euch den nochmal. Naja, okay, vielleicht nicht unbedingt 1 zu 1. Naja, der sieht schon relativ anders aus, aber ich zeige ihn euch trotzdem mal. Da. Da ist er. Ja, er sieht schon anders aus. Ja, sieht anders aus. Aber er steht ganz alleine da. Und neben ihm ist nicht ein Modell, das genauso aussieht wie er, sondern die Repeater Rifle Einheit. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass das hier der No-Name-Held des Imperiums ist. Nämlich ein Meister-Engineer. Boom! Der hat immerhin gestimmt. Mach ich jetzt mal grün. Wunderbar. Der ist grün. Elsbeth von Draken ist ebenfalls grün. Ähm, das Marienburger Landschiff haben wir gesehen. Ich es schon mal im Voraus grün. Immerhin. Immerhin. Bye, Sedo. Schön, dass du kurz dabei warst. Okay. Ähm, und da wird's verrückt. Mars-Ingenieur war kein Lord und stattdessen haben wir keine Mage-Lords. Ja, Moment. Okay, gut. Wir wissen ja gar nicht, was heißt hier. Wir wissen ja gar nicht, ob das ein Held ist oder... Ein Lord und dass das einfach hin und her gewechselt werden kann. Ich glaube. Das ist okay. Also, wie ich auch schon damals auf deinen Kommentar geantwortet habe, es gibt viele legendäre Lords in Total Warhammer, die in den lore keine Lords gewesen sind. Jedenfalls nicht in meiner Edition, äh, die ich hatte. Ähm, ja. Daher was schon. Also danach würde ich jetzt nicht aussortieren. Also auf jeden Fall Meister-Ingenieur könnte ein General sein, könnte ein Held sein, aber ich glaube, er hat hier eher so den Eindruck von einem Held, so wie er hier dargestellt wird. Okay. Und wenn wir jetzt weiter nach hinten gehen, haben wir ihn erstmal hier an die Frontlinie laufen sehen und ah ja, wir sehen links und rechts neben ihm auch weiter die Repeater-Rifles. Also man sieht es hier ganz gut. Ähm, hier, der hat auch ein Repeater-Rifle in der Hand. Ach, es wäre so schön, wenn, wenn Fernkampfeinheiten anständig von diesen Mauern runterschießen würden und Mauern Sinn ergeben würden. Das ist das, was wir alle haben wollen. Mega kacke. Das ist mega kacke. Das ist so schade. Naja. Okay, dann geht er hin. Er schießt. Er hat mehrere Gewehre noch bei sich hinten drin. Wir sehen hier übrigens noch einen Kriegsmammut, so als würde Norska mit angreifen äh, in diesem Kampf. Äh, haufenweise, keine Ahnung, Nörgling oder so ein Kram. Und wieder dieses gelbe Geschoss, das hier rausgehauen wird. So, dann schießt er und er haut den Riesen kaputt. Dummerweise, aber ich, ich kann nur hoffen, dass in diesem Rahmen Fernkampfhelden ein bisschen überarbeitet werden, weil, oder jedenfalls vom Imperium. Im Imperium hat ja bereits Fernkampfhelden, und zwar die Jäger, Generäle und auch ein so nahe Fernkampfhelden mit dem Hexenjäger. Und die treffen ja nichts. Das ist so kacke. Also ich hoffe, da wird irgendwas von Creative Assembly gemacht, dass die besser schießen können. Gut. Ähm, Sagittarius schreibt Master Engineer ist gleich der Lord Normale Engineer Held. Was? Master Engineer gleich Lord Normale Engineer Held. Also so hast du das gemeint. Okay. Ähm, genau, das gelbe Geschoss könnte auf jeden Fall vom ähm, Lord Dragon sein. Schauen wir mal. Äh, ich muss nochmal der Master Engineer. Meistertechnikus, Truppen des Imperiums, Und Bla 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 bla, Besatzungsmitglied, Bücherwurm. Aber ist der? Also, ich glaube eher, dass der hier als Held dasteht. Naja. Gut, passt schon. Phil passt schon. Äh, schreibt, könnte aber auch ein Seelenzammer von Nörgel sein. Ja, dieses, das grüne Geschoss, das wir vorher gesehen haben, ist vielleicht das Seelenzamaner-Ding. Okay. So, da haben wir jetzt den, den Toad, also den ähm, Bio Toad oder wie er heißt. Der ist auf jeden Fall, äh, Toad Dragon. Toad Dragon, der ist auf jeden Fall confirmed. Ist auch das Reittier von Tango Khan. Daher, das ist jetzt hier nicht sehr überraschend. Davor steht uncharakteristisch für diese Szene kein Speerträger. Und deswegen kann ich auch leider nicht schreien. Ah, oh, egal, ich habe doch einen standard ging groß Das ist traurig. Das ist traurig. Stattdessen stehen da ein paar Musketenschützen. Moment, aber sind das Musketenschützen? Die sind anders, weil die haben so eine Feder auf dem Kopf. Die haben eine Feder auf dem Kopf. Die normalen Musketenschützen vom Imperium haben doch keine Feder auf dem Kopf. Oder? Bin mir doch ziemlich sicher. Ähm. Hm. Ja, könnte ich mal wissen, diese neuen Einheiten hier, die aus dem League rausgekommen sind. Einmal diese ähm, ähm, Repeater Rifles mit der, mit der Feder auf der einen Seite und einmal die anderen Kollegen hier mit der Feder auf der anderen Seite. Ähm, oder sind das auch wieder die Repeater? Ah, oh ne, sind wahrscheinlich auch wieder die Repeater Rifles hier. Okay, sind die gleichen Einheiten. Haben wir nochmal das Mammut hier im Hintergrund. Ähm, dann haben wir die, die Seuchenfliegen. Okay. So, gibt es noch irgendwas? Okay, der Ansturmabwehren gegen Groß hat nicht geholfen. Und auf dem Balltod sitzt einer. Das heißt, er blödsinn, Toad Dragon, sitzt einer. Und das ist diesmal ein Oger. Auch wieder Oger auf Toad Dragon. Das heißt, der Toad Dragon ist auch gleichzeitig Reittier. Äh, von solchen Oger. Solchen Ogre ist wahrscheinlich dann Held. Äh, plus Reittier. Das ist offensichtlich der Held, den wir hier kriegen. Interessant. Ähm, Hochland Long Rifles. Ja, aber die hat, das waren sie noch nicht. Äh, Moment. Äh, Exploding Hubs, schreibt sie dir mal deine letzten Kommentare an. Ja, danke, danke. Ich war gerade so beschäftigt. Also Zwerge, Malachi. Ähm, ja, genau, den habe ich gesehen. Demon Slayer, Dragon Lord, Doomstickers, Goblin. Das habe ich alles gesehen. Ähm, was habe ich noch geschrieben? Achso, du hast die Liste der Einheiten in den Discord gebraucht. Das wäre zu einfach. Guck ich nachher drauf. Äh, Seite 80 ist das raus. Da meinst du jetzt im Imperium? Ja. Ja. Ja, ja ich sehe es. Musketenschützen, aber da sind ja eigentlich schon fast alle Einheiten, die wir hatten, mit drin. Aber das war der imperiale Drache, ganz unten. Zusammen mit dem Kriegsaltar. Den haben wir auch noch nicht. Nicht so richtig, jedenfalls. Okay, auf jeden Fall. Da, da kommt er. Oga? ist ein Held, vermutlich der Known. Oder ist das ein benannter Held? Der ist jetzt schon ziemlich stark im Fokus. Okay, ich gehe jetzt mal doch auf den Discord. Irgendjemand hat gesagt, hat was gepostet. Ist es im Naga-Treff oder bei der News? Mal sehen, bei Gaming-Treffen. Ach ja, Janux hat bei Gaming-Treffen. Achso, nee, Blödsinn. Das ist was anderes hier. Ah ja, hier. Tios hat was gepostet. Oh, meine Güte, wo kommt denn die Liste her? Ist das eine vollständige Liste? Falls ja, dann ist das ach, vermutlich auch nochmal aus dem League. Mm, mm. Tamor Khan war schon im Spiel. nach so in den Reichen des Chaos. Sehe ich gerade hier, was du meinst. Ja. Katakomben des Herrn der Maden beherbergen unzählige Fleisch. Pressende Larven. Oh, das ist ja fast schon zu langweilig, hier das hier zu sehen. Monster Engineer, deswegen sagte ich, hier ist ein Lord. Ja, den Leak habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja eine Sauerei. Hm. Ah, Moment, aber was war da jetzt der Oger? Der Oger ist. Ja, doch, Kazik the Befault. Das habe ich doch gesagt. Und es ist ein Plague Oger. Aber Plague Oger scheint ein Regime. Ist es Kazik the Befault? Muss ja eigentlich fast zu so sein oder sieht er so aus? Ich habe den echt nicht im Kopf gerade. Das muss ich mir jetzt einmal ansehen. Das ist der Bro von ähm, Tamurkan Sieht er so aus? Ja, das ist das. Ist es der? Hm. History. Much of the Blacker, Bla 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 bla. Hm. Chaos wastes. Steht jetzt nicht viel dazu da. Hier ist ein Bild. Das ist ein Bild von ihm. Geht so. Geht so. Hm. Äh, er, doch, ich, ich lese den YouTube-Chat allerdings ah, immer zu spät. Das ist Tamorkan. Also das, das hier ist Tamor Khan? Das sieht ja kacke aus. Echt jetzt? Oh shit, Leute. Habe ich mir gedacht, dass der echt besser aussieht. Der sieht aus wie... Als würde er gleich auseinanderfallen. Oh Mist. Ah, stimmt. Ja, stimmt. Der ist ja hier auf seinem Balltoad unterwegs. Ja das, ja, das ist er. Ah, oh, ich hab zu Recht. Oh, ich depp. Natürlich ist er das. Gott sieht der Kacke aus. Oh, meine Güte, sieht der Kacke aus. Holy shit. Ich hasse ihn. Den hätte man echt nicht so in der Nahaufnahme bringen können oder bringen sollen. Okay. Okay, sei es. Sei es drum. So ist es. Mahlzeit 19 Dragon, willkommen und as no pleasy. Äh, ja, ich hab. Ich, das, hat, das hat mich jetzt total verspult, dass das Tamokan ist und dass er so kacke aussieht. Ey, der sieht auch nicht nörglich... nicht so richtig nörglich aus. Ne? Ich habe mir den, auf den von den Bildern her viel nörgliger vorgestellt. Hm. Gibt's noch ein paar mehr Bilder zu ihm. Mal sehen. Haben wir hier nochmal eins? Ah, nee, das nicht. Hm. Na gut. Na gut, wird nicht mein Lieblingsmodell. Ja, der Tamokan, da da ist er. Da ist er, aus also Warhammer. Ja, der sieht viel nörgliger aus, so habe ich ihn mir vorgestellt. Deswegen habe ich, es hat mich total überrascht, dass das Tamokhan sein soll. Aber klar, er hat mit Sicherheit recht, das ist auch seine Axt. Ja? Okay, okay, gut. Ach so, Tamo Khan ist die Made, die in Oga kontrolliert, ja. Also sieht trotzdem nicht neugierig genug aus. Sei es drum! Sei es drum, das ist er. So, und dann haben wir einen Riesen. Oder oh, ist das ein Oger? Kriegt ihn die Fresse. Ist das ein Riese? Ne, sieht eigentlich aus wie ein Oger. Ne, oder? Okay, Mann, da ist Malakaima Kaiser. Der sieht echt kloppt aus. Warum habt ihr ihm so eine Kackbrille aufgesetzt? Ich meine, okay. Der also sieht echt so extrem dölpig aus. Uh, immerhin hat er wahrscheinlich irgendwie so eine Zielvorrichtung drin, natürlich der Nasenring, damit er seine Donnerbarke direkt an seiner Nase anbringen kann für den Notfall. Laut Einheitenliste ist das einer der verseuchten oger uh, Trolls, okay das, okay, das könnte dann der Bio Troll sein. Das wäre dann der hier. Ja, ja, okay, stimmt, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Wundert mich, dass er alleine da steht. Ich habe eher mit dem Regiment hier gerechnet. Ist wahrscheinlich auch so. Okay. hat ne Moment. Das. nicht unten. Das heißt, das ist dann nochmal. Okay, das ist. Ja, okay. Das Reit hier, das wir vorgesehen haben. Seuchenöger, Reit hier und Held. Passt schon, dass das. das. Seuchenöger gibt's. Seuchenöger, das ist der Seuch. Das Seuchenöger. Vorher war das Tamurkan. So, das Malakaima Kaisen. Wir sehen auf der rechten Seite einen Standardslayer mit zwei Einhandäxten. Und jetzt sehen wir nochmal Standard Standardslayer mit zwei Einhandäxten. Er schießt auf ein paar von den Pestfliegen. Nein, Oga, äh, nicht toll. Ja, 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 passt, passt ja genau. Ich hab's, hab's noch entdeckt. Warum habe ich den eigentlich nicht drin gehabt hier? Gott, Hamster, ich wieder keine Ahnung gehabt. Ähm Gut. bald Trolls für solche Trolle gibt es auch laut Liste, aber man sieht es nicht. Bist du CA Partner? Dazu kann ich nichts sagen. Ähm, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob das so werden wird. Okay, hier sehen wir so ein paar Einheiten. Übrigens ist hier ähm, Felix, wie er gerade auch mitkämpft. Und das hier ist. Oh ne, hier, das ist, oder ist das hier? Wahrscheinlich ist das hier Godric. Godric hat hier nur eine Axt in der Hand. Also hier ist diese Hand leer. Bei dem anderen Zwerg in Slayer sind zwei Äxte da und der hat wahrscheinlich auch zwei Äxte. Also wir sehen hier, law Conform, Gottfried und Felix zusammen mit Malachi, und kämpfen bei der Verteidigung von Nullen. Und da ist er wieder und da sehen wir jetzt auch. Ah, da, da ist er. Ach, da ist er. Jetzt sieht man nochmal eine Nahaufnahme. Hier ist Gottschalk und hier ist Felix. Und übrigens ähm, haben wir hier vermutlich neben ihn den anderen äh, legendären Helden. Den, ich glaube, den habe ich sogar spekuliert. Und zwar ist es... Äh, was steht hier? Was habe ich geschrieben? Ist es Grim Günzen? Nee, Garagrim Eisenfist. Ah, äh, da ist er! Crazed Garagrim! Das war einer, von dem ich mir gedacht habe, ja vielleicht, gerade wenn das... Ähm, Zwergen Slayer fokussiert ist. Und was ist noch ein interessanter, verrückter Held? Da sehen wir genau den hier. Crazed Cargrim. Auch so ein Slayer, der ziemlich wild ist und zwar der Sohn von. ja, ähm, ähm, ist noch nochmal? Nee, Moment, ist er das? Ne, Moment, ne, ne, das ist er nicht. Ne, nee, das, das ist er nicht. Das war der äh, andere. Oder, äh? Muss ich mir nochmal kurz angucken. Deswegen mache ich das normalerweise erstmal in Ruhe für mich selbst garagrim Iron Fist. Ist es doch der? Nee. Christ Carragrim. ich es falsch geschrieben. Schauen wir mal. Ähm, Gara Grim Iron Fist. Hier ist er. Total War Fandom. Was ist schon hier rein eingetragen worden? Hier, garagrim Iron Fist. Äh, genau, das ist er. Genau, das ist der Sohn von Ungrim Iron Faust. Genau. Das ist er. Ja. Ah. Äh, ah, ich es ich nicht richtig gemacht. Na, ja. äh, ich. Oder? Nee, nee, ich habe nicht den richtigen genommen. Ich habe nicht den richtigen genommen. Hamster lag falsch. Und Bugmann haben wir auch noch nicht gesehen. Ja, Bugmann kommt auch nicht, oder? Nee, nee. Aber free C. Lord ist noch nicht angekündigt worden, oder? Doch, Epidemius. Aber das kam auch beim Leak von ähm, ähm, Legend of Total War schon. Okay, Sohn. Und das ist der hier, oder? So, das rechts wahrscheinlich. So, und da sehen wir die Thunderbarge, die Donnerbarge der Zwerge. Da wird die Musik auch richtig gut. Gibt es auch schon einen Mod davor, wie ihr sicherlich bereits wisst. Ähm, mit der Thunderbarge, aber die hier sieht schon nochmal anders aus, als aus dem Mod. Oh, oh, guckt euch mal, da sitzen noch ein paar Slayer hier drin, in der Donnerbarge. Das habe ich beim letzten Mal, als ich es mir vorhin angesehen habe, gar nicht gesehen. Interessant, interessant. Uh, Drayson schreibt, wollte ich den Tag schon bei der nur Legendary Kommandanten und Helden sagen, Dras auch noch reicht, die Zahlen muss er echt nicht immer mit aufsagen Oh, alles klar. Alles klar, mache ich. So, da sehen wir ihn. Das ist die, vermutlich die Spirit of Grungly. Mega krasser und großer Gyrocopter. Und da ist er, der Troll. Ähm, wie heißt das Ding nochmal? Hier, nee, das ist der Goblinschnitter. Genau, der Goblinschnitter. Na also. Den haben wir, weil der Gobbinschnitter war definitiv eine der noch übrigen ähm, Regimenter, die im ursprünglichen Zwergen-Armeebuch, ähm, jedenfalls hier die siebte Edition, noch drin gewesen sind, die bisher noch nicht im Spiel repräsentiert waren. Oder? Irgendwo habe ich die auf jeden Fall gesehen. Oder, äh, ich weiß, das ist eine richtige Einheit aus dem Tabletop. Ich glaube, die war hier drin. Aber okay. Wie auch immer. Wie auch immer. Aber auf jeden Fall eine richtige Einheit. Die Goblin-Barke haben wir ebenfalls. Danke für die Herzchen. Produktkoma. Mit ähm, Danke, dass du dabei so gewesen bist. Äh, genau. maler Keimer Boom. Der hat auch geklappt. Das ist korrekt. Immerhin. Ich meine, ein paar, paar hatten wir richtig. So, da haben wir das Ding. Ich meine, ich frage mich wirklich, wie das Ding eigentlich funktionieren soll. Als Einheit, was das für die Zwerge eigentlich bringen soll. Zugegebenermaßen habe ich nur gedacht, ja, okay, das ist eine reale Einheit der Zwerge, basierend auf dem Tabletop, deswegen wird sie wahrscheinlich kommen. Aber ich verstehe auch nicht so ganz, was die nachher wirklich machen soll. Welche Art von Lücke die eigentlich auffüllen soll, diese Einheit. Ich meine, die schon sieht schon echt kacke aus. Also, also das ist echt so eine Witzeinheit, so wie Games Workshop sie deutlich weiter in der Vergangenheit gemacht hat. Ähm, ich kann mir höchstens vorstellen, dass das eine, noch eine ähnliche Kurzreichweitenartillerie ist, die nicht sehr viel kostet, dafür auf kurze Reichweite viel Schaden macht. Mal sehen, mal sehen. Cooles Wappen, Axt und ein Humpenbier, das stimmt. Moment, halt, Moment Moment, 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 Moment. Stimmt, Moment, Moment, gute Vergnarf. Hast du gerade geschrieben, oder? Hier war das Wappen. Hier war das Wappen. Ist welches? Hm. Welches. Das ist das Malakai da heißen? Welche Zwerge haben so ein Wappen? Hm. Ähm, Moment, wie hast du nochmal? Ähm, Bugmann. Bugmann XXXX. Ich, ich weiß natürlich, da steht es nicht in der league liste drauf. Äh, Gott, Free Pollen oder Bugmanns XXX. Wer weiß, eins davon. Ähm, jetzt gucken wir uns das mal an. Okay, das ist, das ist halt die Bugmanns-Rune. Die sieht schon anders aus. Josef Bugmann, ich finde ihn ja immer noch cool. Ist das vielleicht irgendwo zu sehen? Naja, okay, nee. Oder gibt es sogar ein tavern game Da war er mit drauf, mit Orks. Das habe ich auch mal damals gehabt. Hier, okay, er hat auf jeden Fall den Bierkrug. Er hat auf jeden Fall den Bierkrug hier. Hm. Hm. Oh, 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 guck euch das an. Oh, 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 Guckt euch das an. Bugmann kommt noch. Bugmann kommt noch. Mhm. Oder? Es wäre schon schade. Also, äh, es wäre schon schade, wenn die Liste hier, die gelegt ist, tatsächlich vollständig ist, weil dieses Wappen da. Also gucken wir uns das mal an. Das muss man jetzt speichern. Ähm, und in meine ewige PowerPoint mit rein zum Thema. Spekulationen, was kommt noch? Vielleicht kommt es ja noch irgendwie als extra rein. Mal sehen. Ähm, so, ne, nee, hat nicht geklappt. Festplatte muss erstmal hochfahren. Ja. So, das ist der hier. Und jetzt holen wir uns das Ding aus dem Trailer. So. Äh, es ist nicht gleich. Äh. Aber hey, ich meine, das ist Hamster-Spekulation. Aber wenn ich mir die so nebeneinander lege, wir müssen es ein bisschen hell, heller machen, das Ganze. Ah, wo haben wir das hier? Bildkorrekturen. Ja. Ja. Ja, für Spekulation. Ist das ein B? Das ist ein fucking B hier drauf. Da ist auf jeden Fall das Bugmann B. Mhm. Okay, okay, also. Also, wenn ich. Wenn ich im Business von Spekulationen wäre, <laughs> was ich bin, da würde ich sagen, hm. hm. Kommt vielleicht noch was. Ja. Zufbar, okay. Um, 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 Homer sagt Zufbar. Schauen wir mal auf Zufbar. Okay, ähm. Um, zuftbar? Meine, glaube ich dir, glaube ich dir auch total. Gucken wir mal rein, was hier so abgeht. Oh, das Bild kenne ich, habe ich auch für eine coole Festung. Ja, okay, blau. okay. Mal sehen, aber okay, Zufbar. Vielleicht gucken wir uns mal das Wappen an bei Turtle Da sind ja die Wappen drin. Hm. Nee. Eher nicht, ne? Eher nicht. Schon mehr als Hm. Ja, also Bugmann confirmed, Leute. Bugmann confirmed. Äh, okay, Moment, jetzt wo ist jetzt alles äh, hin? Äh, ich habe hier zu viele Tabs offen. So sieht das auch bei meiner üblichen Recherche aus. Kein Witz. Ähm Mobb ich die Dinger? Hier, hier geht's weiter. Okay, sagen wir mal, das sieht gar nicht schlecht aus, dass da noch was kommt. Ähm, weil, ich meine, guckt euch mal an, wie das Das ist voll im Fokus, Leute. 100% voll im Fokus. Und wir sehen einen Bierkrug der Zwerge mit einem Bugmann B drauf, ohne Axt. Das ist zwar nicht eindeutig das gleiche. Ist das da oben vielleicht sogar Bugmann am Steuer? Ich meine, okay. Will ich jetzt nicht so sagen, aber. Ich find's gut. Ich find's gut. Gut genug für mich, um zu sagen, Pokémon confirmed. Okay. <laughs> so. Das B sieht man ja auch im Trailer, im Symbol. Ja, wie meinst du, Sagittarius, wo? Ähm, meint ihr, es gibt ein neues Gebiet auf Immortal Empires? Nee, nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Okay, machen wir mal weiter. So, dann haben wir das Ding. Das funktioniert so ein bisschen wie ein Gyro-Bomber. Kann auf jeden Fall auch Granaten abwerfen. Wunderbar. Alles soweit in Ordnung. Da ist der Goblinschnitter und ein paar panische Slayer laufen in ihren Tod, weil ihr wisst, Slayer sind im Spiel, in der Kampagne richtig kacke. Ähm, gehen rein, machen keinen Schaden und sterben dann. Das ist schon ziemlich traurig, die ganze Geschichte. Ich hoffe, die kriegen einen Buff. Ähm, da ist wieder Tamor Khan. Hat kein Kinn. Ohne Kind kann ich ihn nicht ernst nehmen. Und er ist auch nicht. Er ist nicht verfault genug. Ich bin unzufrieden. Mit dem Mangel an Verfaultheit an tamur Khan. Oh, oh das jetzt, da oh, das ist jetzt. Das ist jetzt der Held, oder? ja das ist jetzt der. Le ja, der sieht genauso aus wie, ähm, wie heißt er nochmal? Es sind zu viele Namen mit merkwürdigen, zu viele Charaktere mit merkwürdigen Namen. Das ist Kassik, der befault. khan's Bro. Nicht wahr? Das ist er auf jeden Fall. Ähm. Da wurde ja auf Discord gepostet, oder? Ja, ja, das ist er. Das ist ein Bro. Okay. Soweit, alles klar. Keine Überraschung bei denen. Äh, Chat schreibt: ähm, ähm, Humor schreibt, wir von die sieger mod ganz nice. Scheint, dass jetzt eine eigene Einheit ist. Äh, es gibt auch noch Wappen von Nagash, ohne Nagash. Ja, richtig. Ähm, da sitzt doch auch ein Ranger, oder? Moment, wo sitzt ein Ranger? Auf der Donnerbarke. Mal gucken. Gehen wir kurz wieder zurück. Das ist die beste Szene. Ich weiß natürlich. Zwerge und Imperium. Alle lieben Zwerge und Imperium, inklusive mir. Was ist das für ein Wappen? Das sieht nicht aus wie ein Wappen von Nullen, aber. Fehler. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir Zwerge mit Musketen. Oder mein Gut kann halt schon eine Spezialeinheit sein äh, für die Zwerge, die einfach nur auf dieser Donnerbarke rumhängt. Hi Aschmidt, willkommen im Stream. Das Ganze geht nochmal zusammengefasst. Das ist jetzt hier wirklich nur das, das ähm, recherchische Video. Da könnt ihr mal sehen, wir haben es da ein Video recherchiert. Natürlich jetzt anders, weil ich noch Input vom Chat bekomme, was sehr sehr nett ist. Ähm, okay, okay. Daneben ist Epidemius. -Stahl. Okay, gucke ich mir gleich mal an. Ähm, so, jetzt haben wir hier, also auf jeden, das ist der Hussein Ranger. Da läuft einer, die sehen aber alle gleich aus. Innen in drin sitzen Slayer. Die haben wir auch gesehen. Ist so, da? Okay, ich habe jetzt nichts gesehen, was da aussieht wie Ranger, aber da ist drum. Willen das nicht ausschließen? Oder hier? Ich meine, hier sind überall nur Slayer. Und Slayer sind halt richtig schlecht für die Kampagne. Da kann man, kann man voll knicken. Äh, auch fürs Multiplayer sind die nur so meh. So, und es hieß: Nebenan sieht man Epidemios. Ah, hier rechts. Ah, hier rechts. Ah, oh, gut gesehen. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Ähm, ja, Epidemius, der ist ja auch in dem League confirmed worden. Beziehungsweise auch Legend of Total War hat ihn ja bereits angekündigt. Boom. Ähm, deswegen grün. Was hat Legend of Total War noch gesagt? Ich habe das auch alles hier reingeschrieben: ähm, Tamor Khan, Epidemius, Elsbeth von Draken, Kyle Boris. Ja, okay. Na, ja, das. Ist jetzt auch nichts Neues, das ist genau das, was wir sehen. Die Streams sind immer, also die Leaks sind immer wahr. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wo die Leaks eigentlich immer herkommen. Hey, Moment, da hinten ist jetzt auch noch Tamor Aber da ist jetzt Tamor Khan, Kazik, The Befouled und Epidemius. Der sieht richtig, der sieht, der sieht nörgliger aus. Ja, das, das finde ich, eigentlich sehen die beiden den deutlich nörgliger aus als Tamor aber okay, sei es drum. Gut, ähm so jetzt hast du gegenüber dem Slayer in der Barke. Okay, gehen wir einmal noch hin. Ähm, gehen wir einmal noch hin. Hier in der Barke, also direkt dann hier drin dort, wo sie trinken. Hm. Ah ja, okay, okay, ah, okay. Ja, weil das aussieht wie eine Mütze. Stimmt. Ja, ja, das kann sehr gut sein. Interessant, dass sich da so viel Mühe gegeben worden ist, diese Barke zu machen, weil das ist ja ein Ingame-Modell, glaube ich jedenfalls. Das ist wahrscheinlich schon ein Ingame-Modell. Moment mal, ich habe da irgendwas gesehen hinter Epidemius. Ich habe da was hinter Epidemius rumrennen sehen. Mal sehen, ob ich es in den Fokus kriegen kann. Bin ich schon auf 60 Frames pro Sekunde? Ja, besser wird es nicht. Da ist doch was. Ist das ein Troll? Ich glaube, das ist ein Troll. Seht ihr das? Hier hinten. Hier hinten zwischen Epidemius und Kasik. Oh, ja, stimmt, ich kann er verlangsamen. Playback Speed. Ah, 0,25. Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Oh, die Musik wird auch viel besser dadurch. Oh, um Gottes Willen. Ich mache das lieber leise. Ach oh Gott, ich kann mir das nicht anhören. Das ist, das ist schlimm. Das ist schlimm. Okay, was sehen wir da? Jetzt sehen wir hier. Oh, übrigens, wir sehen sogar drei Marienburger Landschiffe. Und da, ach, guck mich mal das hier an. Ist das? Was ist das für ein Nörgelfieh? Das sieht aus wie ein Nörgelbluthund. Habe ich den auf meiner Liste? Der ist. Hm, was sind das für ein Ding? Sache sind das einfach vielleicht nur ähm, Hunde? Die Hunde des Nörgels? Schon ein bisschen komisch. Ah, nee. Ah, ah, okay. Nee, ist ein Reittier. Es ist ein Reittier. Das ist ein Rot Knight wahrscheinlich. Jetzt sieht man ihn groß. Hier etwas vorher. Das sind die Rot Knights. Okay. Dann sage ich Rot Knights Confirmed. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, okay. Den haben wir jetzt auch. Rot Knights und Chaosbrot. Goodspaper. Goodspaper Goods schreibt Chaosbrot. Okay. Gehe mal ein bisschen zurück. Vielleicht kann ich das Ding da im Hintergrund. Doch noch einmal jetzt in Zeitlupe sehen. Ach, hier im Hintergrund sieht man so eine ganze Menge an Klauenhänden. Die sind mir vorher noch gar nicht aufgefallen, als ich sie in normaler Geschwindigkeit gehabt habe. Was sind das da? So, diese Klauenhände. Das sieht fast aus wie eine Einheit aus, eine besondere. Sind das Verstoßene? Hm. Das ein bisschen vielleicht. Verstoßendes Nagel? Ja, okay, das sind wahrscheinlich Verstoßene. Und ja, da, da im Hintergrund, da sieht man dieses Ding irgendwie mit Zacken auf dem Rücken. Hm. Oh ja, doch, jetzt, jetzt sieht man es relativ gut. Doch, Chaosbrut ist Nörgel. Ja, es wurde schon geschrieben. Wurde schon im Chat geschrieben und zwar von Goods People. Ja, du hast recht. Chaosbrut, keine neue Einheit. Oder die gibt es ja schon vorher. Okay, weiter also geht's. Da sehen wir einen Haufen Nörglinge. Soweit. Alles klar, dann haben wir... Oh, guck ich mal das an. Jetzt sehe ich auch sogar ähm, Felix, Gottrick und Felix hier auf der linken Seite auf die Gegner zurennen. Interessanterweise Felix neben Gottrick eigentlich sollte er hinterher laufen. Malakai Kaison und eine Donnerbarke hier oben plus gyro -Kopter oder Gyrobomber auf dem Weg. Ja, Zeitlupe macht das viel mehr Sinn. Okay, dann sehen wir hier die Rod Knights und sogar drei Marienburger-Landschiffe. Moment mal, ist das ein Grafikfehler? Oder fehlt da... Ist hier ein Loch drin unten? Ist da, fehlt da eine Grafik? Und das Ding hier ist hier zu, oder muss das so sein? Oder ist das eine andere Variante? Vielleicht sieht das auch nur so aus. Na, vielleicht war das nur der, der Rauch. Wer weiß, wer weiß. Okay, wir haben auf jeden Fall das Marienburger Landschiff. Oh, Entschuldigung, Kamera. Kamera. Smoke vom Schuss kann natürlich auch sein. So, äh, Marienburger Landschiff, stimmt, habe ich ja schon confirmed. Passt. Ähm, ja, kann man sich natürlich fragen, hey, Marienburger Landschiff ist schon eine ganz merkwürdige Einheit. Gibt sowieso schon mit Mods. Ich frage mich, ob die Modder jetzt ihre Mods zu diesen Einheiten rausnehmen werden oder rausnehmen müssen. Aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Es sei denn, sie nennen das Nullner Landschiff oder so. Ähm. So, da kommt er, der guckt da hin, weil mit dem Fernrohr sieht er einfach mehr. Und, ah, wir sehen Demigreifen auf der linken und auf der rechten Seite vorbeirennen. Und was ich hier auch gerade sehe, sind es sind unterschiedliche Demigreifen. Hier haben wir normale Demigreifenritter. Auf der linken Seite haben wir einen Helden mit Lanze. Ist das wieder... Ah, wie hieß er nochmal? Zu viele Namen. Theodor Bruckner? Ist es wieder Theodor Bruckner? Kann sein, dass es wieder Theodor Bruckner ist, der hier an der Gegend vorbeiläuft. Und übrigens auch hier auf dem Landschiff sehen wir wieder die ähm, Fernkämpfer mit Repeater Rifles. Raisin schreibt, also in Warhammer Fantasy finde ich das Imperium die Zwecke sehr langweilig. bin noch nicht lange in Warhammer Fantasy drin. War vorher nur in 40k drin. In Fantasy habe ich bis nur gefallen, in Orks war halt Orks. Ja. Fantasy hat nicht die große Vielfalt zu bieten, wie es bei 40k ist. Hellebarden, legendäres Demi Regiment auf Demigreifen. Ne, das sind einfach Lanzen, die sie hier haben, momentan. Das sind nur normale Lanzen. Aber das könnte auch ein legendäres Re ähm, Schiff sein. Das hat ziemlich viele Farben dran. Da hat eine Kanone unten und oben wird geschossen. Soweit wunderbar. Und hat Rädchen. Ja, okay, ne, das ist wieder der da, das sind sein Namen, kann ich mir nicht merken. Theodor Bruckner. Ist wieder Theodor Bruckner. Tankwolf fehlt noch, das stimmt. Theo. Okay, so kann ich mir das besser merken. Ähm, Warmer Fantasy und Warmer 40k. Das hat halt eben beides seine Stärken und seine Schwächen. Ja, wobei, ich finde sie auch ganz cool. Wobei ich da etwas noch cool finde. Da kommt jetzt die gesamte Imperiumsarmee und oben ist Ells von Draken. Die darüber fliegt. Kommt noch was? Da fliegt sie wieder. Unten sehen wir das Landship. Sie zaubert ihre Amethystmagie. Sie sieht irgendwie aus wie. Oh, oh da, da sind noch mehr von den Donnerbarken. Ja, die haben wir ja schon. Da sieht aus, als wäre es ein Kriegsschrein des Chaos. Sehen wir noch irgendwas hier versteckt? Da sehen wir die Gyrokopter. Oh. Oh, diese gelben Geschosse scheinen von den Zwergen zu kommen. Oder? Nee, nee, ist halt nicht, hat das nicht die Gyros geschossen? Wie lernt die denn? Hm. Ja, nee, die fliegen. Okay, die sind von innen rausgeflogen irgendwo. Gucke ich mir nochmal an. sah ein bisschen so aus, als schießen die Gyro das Ding. Aber nee, die kommen wohl von irgendwo anders. Hinten im Hintergrund kommt gleich noch so also ein Geschoss irgendwo raus. Boom. Ne, es gibt nur eine Explosion. Guck ich mal diese Belagerungsschlacht an. Da sieht das immer so aus. Okay, nee, da, da ist es gerade. Ah, das war das Marienburger Landschiff. Das sind die Landships, glaube ich, die das rausgeschossen haben. Ja, okay. Also die gelben Geschosse kommen wohl von den Marienburger Landships. Ähm, Ruckers Sohn schreibt, 40k ist cool. Kann man das schon vorbestellen? Oder meinst du 4 Okay, Also, nee. nee, kann man noch nicht vorbestellen. Die Leaks, also Total Warmer 40k, ist so häufig von so unglaublich vielen Stellen geleakt worden. Man kann das mittlerweile eigentlich schon gar nicht mehr als irgendwelche News ansehen. Und es macht auch logisch Sinn. Kann man Fan davon sein, kann man, kann man schlecht finden, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit. Also da müsste schon sehr viel passieren, wenn es nachher nicht wirklich das nächste Total War Game wird. Ne, DLC kann man anscheinend noch nicht vorbestellen. Um, wird erst möglich sein zu einem späteren Zeitpunkt. Es sieht immer so cool aus, die Belagungsschlachten. Es gibt schon einen Grund, warum Creative Assembly gerne diese Belagungsschlachten als um, Showcase für die Trailer nimmt, weil das wollen wir alles spielen. Wir würden so gerne gute Belagungen spielen. Vielleicht nutzt ja Creative Assembly dieses Update um nochmal ganz grundlegend über die Belagerung nachzudenken. Es gibt schon Hinweise darauf, dass sie das tun, ähm, eben weil ja mit dem letzten, einer der letzten Hotfixes, ähm, die, die Verschlüsselung oder das Verschließen des Haupteroberungspunkts stattgefunden hat. Und ähm, ja, das war's. Das war's. Sehen wir noch irgendwas hier im Hintergrund? Wir sehen erneut Elsbeth von Draken. Im Hintergrund sehen wir ihren... Drachen. Wir sehen auf der linken Seite außerdem einen Turm, der sicherlich zu Elsbeth von Draken gehört. In der Lore heißt das auch, dass sie irgendwo in ihrem Turm haust und äh, Hexen hier gab und zu mal reinkommen. Hat ein paar Rosen dabei. Sieht wirklich aus wie äh, die böse Prinzessin aus irgendeinem so Disney-Film. Oder die böse Königin. Dann haben wir in der Mitte Tamokan. Hier, guckt euch. Hey Leute, bin ich jetzt blöd oder sieht Tamokan auf diesem Bild viel nörgliger aus als im Trailer. Er ist viel grüner. da doch ein paar. Ja. Äh. Boah, der sieht, der sieht so derpy aus. Oh, sieht das derpy aus hier mit seinem Mund. Naja. Nicht mein Lieblingslord vom Aussehen her, aber sei es drum. Man kann nicht alles haben. Im Hintergrund sehen wir erneut den Toad Dragon. Und auf der rechten Seite ist es Malakai Makaison, der ebenfalls außerordentlich derb hier aussieht. Mit einerseits, ähm, was haben wir hier auf der Seite? Wir sehen einmal den Schnitter und im Hintergrund die Donnerbarke der Zwerge. Er kämpft natürlich mit einem Schraubenschlüssel und er hat eine Zwei-Schuss-Muskete in der Hand. Okay, okay, jetzt was haben wir gesehen? In diesem Trailer haben wir gesehen Tamokhan, wir haben Kazik the Befouled gesehen, wir haben den Toad Dragon als, ähm, gesehen, sowohl als Reittier als auch als ähm, separate Einheit. Wir haben die Rod Knights gesehen und wir haben Seuchenur gesehen und Epidemius. Was noch fehlt sind die Pestigors und die Bilechall. Also ich habe keinen Bilechall gesehen, auch wenn die in der Liste der kommenden... Einheiten drin sein sollen. Rod Knights haben wir gesehen, ja. Und äh, gute Plague-Oger, genau, solchen Oger haben wir gesehen. Ähm, die neuen Varianten vom Chaos Lord of Nurgle und Chaos Sorcerer of Nurgle, genau habe ich hier spekuliert, haben wir allerdings im Trailer noch nicht gesehen. Passt soweit. Passt soweit. Elite Henry Magmalachi's Design. Ja, sieht doch, sieht mal anders aus als die ganzen todernsten Zwerge, die normalerweise rumlaufen und mit dem Zwergenstock. Der Zwerg, Axt im Arsch. So sind sie ja auch absichtlich dargestellt. Ne? Das ist absichtlich ihr Ding. Ähm, ja, das, das resoniert natürlich sehr gut mit der deutschen Seele, habe ich gehört. Ähm, was haben wir noch? Dann haben wir Elzeb von Draken, haben wir ähm, confirmed. Dann war ja meine Spekulation ein Meisterzauberer. Der ist nicht gesehen worden. Aufgrund der league liste die ich jetzt neben mir im Discord habe, kommt er auch nicht. Theodor Bruckner ist da, den, der, der ist da, den habe ich allerdings falsch. Ähm, den den habe ich, das war natürlich so dumm, warum habe ich. Also, jetzt im Nachhinein ist ja so klar, wenn du mit von Draken machst, musst du natürlich Theodor Bruckner machen, oder habe ich ihn hier? Ich weiß, Ludwig Schwarz. Ah, doch, immerhin. Ach oh Gott, hier, ein Glück. Hier habe ich ihn drin. ach, oh, Ich hatte schon Angst. Ich hatte schon Angst. Ludwig Schwarzheim oder Theodor Bruckner. Okay, dann, <kühm> dann mache ich den jetzt grün, weil ich so klug bin. Okay, also, habe ich schon gewundert, das kann doch nicht sein. Gut, dann haben wir den Master Engineer. Nach der League liste ist der Master Engineer sogar ein Lord. Okay, Lord. Und der hier wird wahrscheinlich nicht kommen. Das heißt, da haben wir ein bisschen was falsch gemacht. Und es gibt dann einen neuen Engineer als Helden. Okay, null Iron Sights haben wir bis... Was haben wir noch gesehen? Wir haben das Marienburger Landschiff gesehen. Keine Pantherritter, keinen Boris... Kein Luther Hus, kein Celestial Hurricane und keinen imperialen Drachen. Jedenfalls nicht in der direkten Einheitenliste. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Anzeichen für Bugmann gesehen. Und das verspricht vielleicht noch irgendwie so ein kleines Mini-Update. Also Malakama und passt. Garagrim Eisenf Iron Fist, okay, die zwei kommen nicht. Wir haben keine Runenwächter gesehen. Wir haben keinen Slayer, Doomseeker gesehen, oder? Wir haben die nicht gesehen. Ich habe keinen gesehen. Äh, Dämonen-Drachenslayer haben wir auch nicht gesehen. Josef Bugmann auch nicht. Stattdessen kommen als Zwergenhelde ein Dämonenslayer-Lord. Ja, okay, doch, den, der passt. Haben wir aber nicht im Trailer gesehen. Und als legendärer Held, ach so, Dämonenslayer und Drachenslayer. Okay, ich hätte es mir vielleicht gedacht, dass das ein bisschen abwechslungsreicher wird und noch irgendwie ein anderer Held eingesetzt wird, weil aber okay. Sei es drum. Sei es drum. Kommt, wie es kommt. Kein Runenwächter interessanterweise. Na gut. Na gut. Und so sieht das Ganze aus. Hm. Okay. Gute Nacht, Blacklist. Schön, dass du dabei warst. Nino N., willkommen. Hi. Laut Legend wird es kein slane stil C geben. Hast du was gehört? Was? Es wird keinen slane stil C geben, laut Legend. Also ich habe den Legend of Total War, das Video von ihm, das letzte, das er gemacht hat, auch gesehen. Also vielleicht hat er ein ganz neues gemacht. Legend of Total War, auf Title War. Also sein neuestes Video von heute habe ich mir noch nicht angesehen. Ähm, ich habe sein Video davor gesehen, in dem er ein bisschen mal wieder den 40k League gemacht hat. Der ist super alt und auch nochmal die legendären Laws schon mal im Voraus gelegt hat von Thrones of Decay. Das hat soweit gepasst. Aber ich habe, falls er was zu Slanisch, ich dachte eigentlich, dass er gesagt hat, der nächste DLC, der kommt, wäre kleiner. Aber dass gar kein Slanisch-DLC kommt, das habe ich noch nicht gehört. Ist das okay? Dann muss man mal reingucken. Bin mal sehr gespannt. Ich kann es mir eigentlich nicht so richtig vorstellen. Wobei auf der anderen Seite alles andere, was er gesagt hat, naja, das ist halt das Ding, ne, mit den Leaks. Die Leaks stimmen immer. Die Leaks stimmen verflucht nochmal immer. Das ist, weil ich, ich verstehe es natürlich auch im Nachhinein. Ich mein, warum soll ich irgendwas erfinden? Warum soll irgendjemand irgendwas erfinden? Ähm, ansonsten wird es immer klar gemacht, dass man das vermutet oder Spekulationen sind. Ähm, ja, ich habe hier in dem Leben von Total War, glaube ich, so gut wie nie irgendeinen Leak gesehen, der nachher nicht gestimmt hat. Also ja, wenn er das sagt, dann, ich würde sogar vermuten, also aus rein geschäftlicher Sicht macht das für mich sogar Sinn, weil wer will schon ein Slane-DLC, die ganzen Chaos. Puren Fraktion, die laufen eh nicht so gut und das weiß Creative Assembly und die testen jetzt nämlich auch die Wasser aus meiner Meinung nach mit der Art und Weise wie sie den DLC als drei verschiedene DLCs verkaufen um zu gucken, was läuft gut naja, was läuft gut Imperium läuft gut Zwerge läuft gut und Nörgel ich habe ja eine, eine eigene Umfrage deswegen gemacht hier auf meinem YouTube-Kanal können wir einmal kurz drauf gucken ähm, was rausgekommen ist ich habe es schon vorher mal gesehen aber ich, äh, wir gucken trotzdem einmal drauf hier haben wir jetzt gerade Community. Ähm, da, ähm, 41% Imperium Zwege. Das war übrigens ein kleiner Blood Bowl äh, Hinweis für all, die es kennen. Zwerge und Imperium relativ gleich auf. Nörgel deutlich abgeschlagen. Und bei Slanish wird es noch, glaube ich, intensiver sein. Daher, wenn sich Creative Assembly nachher entscheidet, ja, fuck it. Kein Slanisch, wir machen eigentlich nur Hochrohelfen und, Hoch und Dunkelelfen, dann würde ich das sogar für wirtschaftlich halten, wenn die sagen, hm, wir machen lieber das, was uns was bringt und das dafür besser. Naja, wir werden, wir werden sehen. <laughs> Legatus, hi, too long didn't read, wie sieht das DLC aus? Nächste Enttäuschung oder Chance auf Wiedergutmachung? Eine sehr gute Frage. Das ist ein guter Titel, weißt du was? Das kopiere ich mir direkt als Titel für das Video morgen, indem ich das Ganze zusammenfasse. Ähm, die Zusammenfassung ist, wir wissen es noch nicht, weil alles, was wir bisher gesehen haben, ist ein Haufen an Einheiten ähm, im Rahmen des Trailers. Der Trailer sieht gut aus. Okay, er bewirbt wieder ähm, Belagungsschlachten, die vielleicht nochmal ein bisschen verbessert werden. Aber die Einheiten, ich meine, das haut mich jetzt. Ich meine, ganz nett, ja, schön. Aber das ist fast nicht das, was ich so richtig gerne haben möchte im Rahmen des DLCs. Ich will eine bessere Kampagne haben. Und auch die meisten Spieler spielen ja auch hauptsächlich Kampagne. Die Multiplayer-Gruppe ist ja sehr, sehr klein. Schauen wir mal, lesen wir mal rein, was hier in der Textbeschreibung von Steam steht dazu. Für wann sind die Elfen geplant? Die Elfen sind ursprünglich geplant gewesen für ähm, Frühling 2024. <laughs> ähm, hat irgendjemand, okay, ähm, Homer Simpson schreibt jetzt gerade Juli. <laughs> äh, also, hat, hat er hier, hat, hat das auch gesagt, dass das im Juli kommt? Falls ja, dann wird es wahrscheinlich auch so sein. Ansonsten, kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass das so früh kommen wird. Also Legatus, für dich zusammengefasst, neue Einheiten sind dabei. Ganz nett. Ein paar Einheiten, auf die wir gewartet haben, wie zum Beispiel die Donnerbarke, ähm, der Goblinschnitter, Malakheimer Kaiser als legendärer Lord beim Imperium Elset von Draken. Schöner neuer Zauberer Ein paar neue Fernkämpfer. Mariburger Landschiff. Ist alles ganz nett, aber wir wissen noch nicht wirklich, was da drin ist. Trouble Trailer sah erstmal gut aus, also erstmal vorsichtig optimistisch. Also, Embrace and Wisdom with New Laws, Heroes and Units, bla bla, and Mechanics. Oho, das ist schon mal sehr vielversprechend. Neue Mechaniken, um euer Kampagnenroster auf und außerhalb des Schlachtfeldes zu optimieren. Elspeth ist drin mit einzigartigen Kampagnenmechaniken für das Imperium. Brand neuen Zielen in den Chaos reichen, unabhängig von der Ursung-Geschichte. Äh, Gut, wir wissen ja auch, dass die äh, individuellen Ziele in der Kampagne mittlerweile auch so in Immortal Empires drin sind. Plus neue Einheiten und Helden, bla bla bla. Ähm, Stärke der Magie und Schießpulver für, also mit Nulls Imperialer ähm, Schießschule äh, oder Schwarzpulverschule. Exklusive starke Einheiten, Unlocking the Amethyst. Amethyst Armory. Mm -hmm. Hört sich an wie legendäre Einheiten, die da noch kommen. Weil das, was hier an den Einheiten als Bilder gelegt worden sind, das sind ja nicht alle. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Das sind die Ritter des mor ähm, Dann haben wir hier die Repeater Guns. Dann haben wir hier das äh, Marienburger Landschiff. Dann haben wir hier ähm, die Hochland Long Rifles vermutlich. Das werden wahrscheinlich dann die Jazzals sein. Das werden irgendwie wahrscheinlich Gatling Gunner Einheit sein oder irgendwie so ein bisschen was in die Richtung. Äh, diesen ähm, Dampfpanzer, den kenne ich nicht und der ist, glaube ich, auch nicht in der League-Liste drin, oder? Oh, doch, doch, Steam Tank Wolligan. Ja, okay, das ist keine legendäre Einheit. Aber die Legendary Units sind auf jeden Fall hier noch nicht drin. Ja, mal sehen. Mal sehen. Legale Schreibung klingt nicht so gut. Ich hoffe einfach nur, dass die CAG-Kurve bekommen. Wir brauchen Toro zurück und warm ist sicher der einfachste Weg zurück. Sicher ist es so, aber ich denke, Creative Assembly weiß auch, dass die Leute ein bisschen mehr wollen. Bisschen mehr Kampagnenmechanik und mal sehen. Travel Instantly Between Friend. Oh, oh, okay, es gibt einen Garten von Mor, mit dem man zwischen befreundeten Siedlungen hin und her reisen kann. Das hört sich an ein bisschen wie die Waldelfenmechanik äh, mit dem Waldelfenwurzelpfad. Theodor Bruckner ist mit dabei als legendärer Held und zwar fünf neue Einheiten, Generic Lord, Generic Hero und drei weitere Regiments of Renown. Okay, die drei Regiments of Renown, die haben wir noch nicht gesehen. Denn diese Einheiten sind ja nur die Standardeinheiten. Oder? Oder sind die Regiments of Renown schon? Hochland. also war ich jetzt. Der Dampfpanzer. Hochland. Ah, sind schon alle da drin? Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher. Jetzt gucken wir uns nochmal an, was Creative Assembly eigentlich versprochen hat. Bla 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 bla, bla 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 ähm, bla. Da habe ich doch irgendwo die Liste gehabt mit dem Umfang da, hier. Okay, was ist versprochen worden? Jetzt legen wir das mal nebeneinander. Es ist versprochen worden ein legendärer Held, ein legendärer Lord, ein Lord und ein Held. Soweit alles klar. Und dann würden wir pro Fraktion fünf Einheiten bekommen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das sind alles die normalen Einheiten. Die Legendary Units, Regiments of Renown, sind hier neun versprochen gewesen. Das heißt, drei legendäre Einheiten sind bisher immerhin noch nicht geliegt. Immerhin. Immerhin. Nochmal ein bisschen mehr. Okay. Ilku schreibt, wie lange sich bei Warmer 3 mittlerweile alles verzögert. Ist der Wahnsinn? Ja, ja. Hat sich alles ziemlich verschoben. Gut, die wurden ja auch gekürzt. Jetzt wahrscheinlich so um circa 50% Mitarbeiter. Soll mir alles recht sein. Ich, ich will lieber, dass es gut wird. Ist mir viel lieber, als so, wenn es wieder so kacke wird, wie Warmer 3 und Chills of Change. Ja, das, dann sollen die sich lieber Zeit lassen. Ich meine, die gehen jetzt durch, Umstru durch Umstrukturierung durch. Ja, wird schon passen. Moment, ähm, willkommen, danke für den Follow. So, die Regiments of Renown sind auf Reddit gelegt. Was ist das auch noch? Moment mal, Moment mal, nee, nee. Also ich, ich habe den Reddit-League gesehen und der Reddit-League waren diese Bilder hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und das sind die, also es sei denn, es ist nochmal ein anderer League rausgekommen. Das wäre so richtig mal wieder <laughs> wirklich richtig krass. Ähm, und das sind die 1, 2, 3, 4, 5 Normaleinheiten, die hier als Liste rausgekommen sind. Ähm, was für Regiments of Renown gab es denn noch? Lass mal reingucken. Okay, Thrones of Decay Pricing, New Empire Units, ja, die haben wir gesehen. This, okay, das Bild sieht gut aus, bin ich dabei. Neue Zwergeneinheiten, ja, aber es gibt auch äh, die Piratenzwerge, da wollte ich fast ein Video dazu machen, zu den Piratenzwergen, ähm, dass das auch noch eine Möglichkeit wäre, in die Richtung, in die man gehen könnte mit den Zwergen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Ähm, ja, Hmm. Oh. Oh Gott, die Regiments of Renown sind auch da. Oh shit. <laughs> oh Gott, nein. Ah. Nee, Moment. Nee, nee, ist nicht die Regiments of Renown, oder? Nee, 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 nee. Hier ist das gleiche nochmal. Oder? Halt, einen Moment. Ja, doch, das ist das gleiche nochmal. Oh doch. Okay, muss ich mal Leben anlegen. Ja, stimmt, das sind andere Einheiten. Ah, oh, das sind andere Einheiten. Okay. Okay. Ja, Nero hast recht. Du hast recht gehabt. Okay. Ja, danke für den Hinweis. Äh, Ikilo. Okay, okay, nochmal Landschiff, Speerträger, Musketen, Seelenzamalma. Ach, das ist das sind wahrscheinlich die Kur Kurgenkrieger, -Kurgen ne, Kurgenkrieger habe ich. Hm, jetzt nicht die Aber okay, das stimmt auch. Ähm, Tamrokan bzw. Befault hat auch noch mal ein besonderes, legendäres Kavallerie-Regiment, glaube ich. Okay, ein paar extra Fliegen. Nochmal Piraten. Ja, okay. Ja. Wie heißen die? Beastman, bla 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 bla. Naja, sei es drum. Ja. Wie viele sind das? Insgesamt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Regiments of Renown. Wenn wir das hier mit der 5. Ja, 9. Sind 9. Ich frage mich, wo die Bilder herkommen. Ich frage mich, wer die eigentlich schon hatte und wo die herkommen und warum. Wie, ich meine, wenn ich da Zugriff drauf habe. Ich würde das doch nicht liegen. Äh, niemals im Leben, Leute. Ich liege. Also, wenn ich Leaks. Ich, ich kriege ja selber keine Leaks. Ist vielleicht sogar gut so, aber ich. Ja, Komme nur von anderen. Hm, Sei es drum. Sei es drum. <laughs> ähm, ja. Gut. So ist es halt. Ähm, ähm, ja. Aus Betrieb. Produktkummer schreibt, aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind Games wie Total War viel Arbeit und recht wenig Einnahmen. Da rotzt man lieber schnell ein App-Game raus mit wenig Aufwand und Cash, wenn dein App-Game halt gut läuft. Total War-Spiele bringen ihr Geld wieder rein. Und das tun sie schon lange. Insofern so schlecht können die nicht laufen, sonst wird es das schon lange nicht mehr geben. Und bei App-Games muss halt trotzdem Glück haben. Also bei den App-Games, ich kenne nämlich jemanden, der sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt, weil er auch mal so eine App programmieren will und da reinkommen will. Und das ist so, the winner takes it all. Es gibt ein paar wenige Apps, die wirklich ab durch die Decke gehen und richtig viel einbringen, aber auch ziemlich viel Zeug, wenn du was programmierst, bei dem du einfach gar nichts rauskriegst. So ist es halt. Können wir mal auf Tamokans Helden eingehen, Elite Henry? Ähm, mh, mh. So, ähm, über Delay Run Running Gag darf man sich natürlich lustig machen. Gar kein Thema. Okay, Nino schreibt wie geschrieben, irgendwann ist es nicht mehr lustig. Ja, gut, passt schon. Ähm, ja, ich bin mittlerweile auch über den Berg, was das angeht. Auch immerhin, Key, okay, Thrones of Delay. Wird so lange noch lustig sein, solange es nur nicht draußen ist, aber passt schon. Da fühle ich jetzt auch nicht so stark. Okay, was ist hier? Also, eine weitere Info ist, dass Nögel einen weiteren Lord über Total War Access als Freelance bekommt. Ah, okay. Hm, dann wäre doch noch die. Nee, Epidemie. Das habe ich ja sowieso schon spekuliert. Nochmal Nörgel. Hm. Okay, gibt ja genug. Gibt ja genug andere. Okay, also, es war die Anfrage von Elite Henry. Können wir mal auf Tamo khan's Helden eingehen? Meinst du auf Tamor Khan selbst oder seinen legendären Helden, der mitmacht? Samstag, eher August oder September. Ähm, ja, also ich würde sagen, wenn ich hier die ganze. Moment mal, diese Folie von meinem Hype Train kopiere ich mal runter. Ganz weit nach unten, damit auch die bei den neueren Videos mit dabei ist irgendwo. Bla bla bla, der nächste historische Titel. Das hat sich ja auch als korrekt herausgestellt. Also, naja, noch nicht, aber. Ja. Ja, das hat Legend ja auch geleakt. Äh, The World War I. Obwohl er sich am Anfang nicht so ganz sicher war, es ist es vielleicht ähm, Ende. Was war Ende 19. 19 Jahrhundert hat er gesagt, aber klar, 19. Jahrhundert geht ja in World War I. Ja, also. Also, genau. Äh, was schon gesagt war, was, was Homer gesagt hat, äh, Juli. Ähm, aber ich glaube, also meiner. Ja, es kann natürlich sein. Also, das ist jetzt vollkommen beliebig, das hier nach links oder nach rechts zu schieben. Ähm, weil wir dazu. Also, ich hatte noch keinen Leak zum Thema ähm, Slanish bzw. Hoch- und Dunkelelfen-DLC habe ich noch gar nichts dazu gehört, wann es kommen soll. Das habe ich jetzt einfach mal auf eigene Initiative irgendwo hier in den September oder in den August geschoben. Kann natürlich im Juli kommen, wäre aber echt früh. Ja, wäre schon ziemlich nah an Thrones of Decay dran, vor allem wenn man den anderen Leaks Glauben schenken mag, dass Warhammer 40K Total War das nächste Total War sein wird und wahrscheinlich erst 2026 rauskommt. Vielleicht, wenn Creative Assembly wirklich auf YouTube bedrückt und es irgendwie cruncht für ein Jahr, vielleicht 2025. Meine, ähm, okay, dann... Ja, wer weiß. Ist mir jetzt... Mal sehen. Mal sehen. Äh, okay. Ja, stimmt. Und die DLCs sollen kleiner werden. Und ähm, anscheinend hat Legend of Total War gesagt, es wird gar kein Slanisch-DLC geben. Dann wird er kleiner. Dann haben wir wieder nur zwei Fraktionen. Ich glaube, das wäre auch an ähm, Splatbinat schreibt, ist der Stream aufgenommen, wird später ersichtlich? Ja, wird er. Ähm, viel Spaß bei der Frühstück, hoffentlich wird es nicht so anstrengend. Den kannst du einfach hier auf dem Kanal dann unter Streams finden. Den gibt es im Anschluss. Legado schreibt, er kann sich nicht vorstellen, dass dieses Jahr noch ein großer DLC kommt, vielleicht Ende des Jahres. Ja, also bin ich auch der Meinung. Ähm, das, ist, das muss der Größte sein hier. Imperium und Zwerge. Das muss richtig knallen. Ähm, und bisher ist es okay, aber knallen kann es dann mit der Kampagnenmechanik. So, ähm. Ja. Es gab schon Leaks von Nemesis Crown, da habe ich noch nichts gehört. Ähm, Elite Handic schreibt, geh die Bilder durch, das sind ganz neue Designs für Charaktere. Also, du meinst hier auf dem Reddit. Moment hier also nee nicht da. Also stimmt, du meinst du meinst die anderen Bilder, die wir da gesehen haben. Ähm, ja, der ja, waren sie hier. New Heroes, das war der User not AVZ. Also der hat alles rausgelegt, wo auch immer der das her hat. Boah, ey Mann. Auch es gibt sogar zwei Varianten von solchen Ogern. Ja, okay. Ist jetzt nicht überraschend einmal helle Barden und einmal wahrscheinlich Rüstungsdurchdringend oder so. Achso, und das sind hier. Okay, äh, was haben wir da? Wir haben. Themir. Themir Lord. Äh, sind das alles legendäre Lords? Nee, normale Helden. Okay. Tamor Khan hat wohl einen, einen Haufen Verbündeter. Ganz links haben wir irgendeinen Chaos Lord. Dann haben wir einen Chaos Fax Zarkan. Nee. Das ist nee. äh, doch nicht Chaos Wer sind das da? Da haben wir seinen Bro. Dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Karsig the Befault. Dann haben wir irgendeinen Fimir und eine hautwolf für die Tango kampagne Das sind echt eine Menge Helden, die dabei sind. Ja, das, der sieht aus wie ein tier menschen magier oder Zauberer. Das sind Chieftains, welche zu. Okay, ja, äh, äh. Okay. Sie hat im letzten Punkt ja geschrieben, dass sie bereits in der Entwicklung sind. Ja, richtig. Die haben geschrieben, dass da DLCs kommen werden. Ja, richtig, ich bin noch gar nicht dazu gekommen. Oh, das kommt von Rock Paper Shotgun Artikel. Uh -huh. Oh ja, stimmt ja, einige Leaks kommen auch häufig aus ähm, irgendwelchen Newsmagazinen, die sich entweder einen Scheiß um die Embargos kümmern oder was weiß ich, oder das auszusehen machen. Ich will das gar nicht vorwerfen. Ich meine, wenn du eine richtige Firma bist mit vielen Leuten, dann wird das alles komplexer. Und sehen hier Spirit of Grungni, aber ja, wir können ja auch einfach mal Steam reingucken. Ich habe es immer noch nicht geschafft, da reinzugucken. Also jetzt nochmal. Ja, jetzt nochmal, hier, kommt Steam. Steam. Erzählen wir was. Elspeth von Draken. So, The Dark Lady of Nuln, bla bla bla. Elector Counts, wissen wir. Kämpft gegen Tamokar, das ist ja das Ding. Amethyst Ordo Magistrix und uh, The Graveyard Rose, maybe all that stands in the Mega Lord's Way. Das ist sie. Ein paar mächtiger Magier auf Carmine Dragon, da ist der Drache fürs Imperium immerhin, und kann außerdem noch Magie. Also Magier, Nahkampf, Hybrid. Mit viel Seelenraub. Und das ist natürlich toll. Ja, da hat sie schon ihren Nutzen. Protecting the Empire Alliance with Norn has allowed her to support the force of the Empire in a unique way. The true potential of the Empire's Gunner can be launched with Norn's Imperial Gunnery School. Uh, vielleicht gibt es da eine neue Mechanik mit der ähm, Schießpulverschule von Null. Magic and Black Powder can no longer be separate entities and instead must work together to ensure the forces of Chaos are kept. In bay. Wir müssen Magie und Schwarzpulver zusammenbringen. Ich meine, das haben wir sowieso schon immer gemacht, aber okay. Äh, Elsbeths Patronage wird wichtig sein, um die nächste Stufe von technologischem Fortschritt zu entwickeln. Einzigartiges ähm, Talent der Todesmagie. Uh, uh, okay, und kombiniert es mit der imperialen ähm, Geschützschule. Ich nenne das jedes Mal anders, es tut mir leid. Creating a Combined Arms Force of Amethyst Units. The force of the Empire will regret crossing. Es sagt jetzt erstmal nicht viel. Vielleicht so ein bisschen, dass es irgendwie eine neue M M M Mechanik mit der Schule von Nullen gibt. Der Schützenschule. Neue Einheiten, es werden neue Mechaniken versprochen, aber was die sein werden, ist unklar. Abgesehen davon, dass man wohl anscheinend so eine Art Warp, also Reisemechanik, bekommt äh, zwischen befreundeten Siedlungen, was auch ziemlich wichtig ist. Also, das ist eine gute Sache. Okay. So, Chat. Ähm, Chat hat geschrieben, ähm, Homo Simpson, da steht einer auf dem Sail fast. Siehst du da einer, Einen, der auf Sail passt? Was meinst du damit? Sail -Past. Ähm, bei den Chieftains äh, möchte gerade Jolo Warhammer starten. Was sehe ich? Ein Update. Ja, stimmt, es gibt auch einen neuen Patch. Es gibt auch einen neuen Patch, aber dazu dann eher einen Tag später ein ähm, Update. Genau, es ist nur ein Hotfix. Aber äh, ja, gucken wir jetzt noch nicht drauf, später. Ja, machen wir ein anderes mal ein äh, Mal. Okay, Jolo Warhammer. Jetzt gucken wir in den Shop. Jetzt haben wir uns gerade das Imperium angesehen. Interessant, gibt es ja eigentlich das ganze Paket. Ich sehe hier momentan Elspeth Thrones of äh, Decay. Ich sehe hier... Äh, ich sehe nur Elspeth Thrones of Decay. View on. Hä? Ich habe nur Elspeth da gerade gesehen. Okay, wo bin ich jetzt angekommen? Das, was um alles in der Welt. Hä? Okay, gehen wir mal zurück. Gehe auf die News, sind alle drei drin. Okay, hier, wunderbar, watch the trailer. Da, da haben wir sie. Okay, jetzt gehen wir mal auch direkt auf die Webseite. Zwerge, ich meine, Zwerge interessieren mich schon total. Malakai Thrones of Decay, Na, dann zeigt mal, was ihr habt. Malakai, bla 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 bla. Realms of Chaos, ja, neue Kampagne. Embrace Conflicts, okay, brings unique campaign mechanics to the dwarves with brand new objective. Independent, okay, das ist genau das Gleiche, was hier steht, oder? Embrace, bla bla bla, bring unique campaign, okay, das ist 1 zu 1, überall das Gleiche. Ist bei Tamukan auch wahrscheinlich schon, ja, okay. Embrace Decay and Tyranny, alles klar. Dann haben wir Sea Glorious Death, Reap Rewards, and you'll test your latest innovations. Mm -hmm. Bolster Units from the sky so the Spirit of Grongni. Oh, das ist ganz klar die legendäre Einheit. A Mobile Workshop and Transport Vessel. Mobiler Workshop. Und wenn man in der Kampagne mit der Spirit of Grongni mal eine Möglichkeit hätte, durch die Gegend zu fliegen, ohne die ganze Zeit gegen jeden kämpfen zu müssen, mm, wäre schon cool. Wäre mal was anderes. Kann man noch mehr warpen als vorher. Um, was haben wir noch? Garagrim Ironfist, Iron Fist, The Warman of Kalkadrin, okay, ist auch noch dabei und du kriegst fünf neue Einheiten und bla bla bla. having been ejected from the Engineer's Guild of a Series of Catastrophic Malfunctions that cost the life of many dwarves, bla bla bla, Slay Off, kennen wir ja. Wir haben ja alle die Godrick und Felix-Romane gelesen, ganz sicher. Und irgendwann wird er einen glorreichen Tod in der Schlacht finden und in der Zwischenzeit baut er tolle Geräte. Faszinierend, er möchte große Maschinen, er ist ein Fernkampf-Support-Charakter, damaging von der Far-With-Guns-Bombs-Artillery. Er möchte fast ungewinnbare Schlachten kämpfen und kämpft mit mächtigen Feinden. Das ist alles klar und er besucht neue Tricks und versucht sein Equipment zu verbessern. Hier steht eigentlich, eigentlich gar nichts drin, außer dass er auf so Spirit of Groomy rumfliegt. Und dass hier irgendwie so eine Art von Mobile Workshop Mechanik drin sein könnte. Hm. Okay, dann haben wir hier ähm, Tamokan. Er sammelt seine Chieftains, das ist ja wohl das hier, was wir gesehen haben, hier von der Tamokan Kampagne. Uh, genau, one of the first to flock to Tamokans Panda, war einer seiner ersten Jünger. Das ist in der Lore so drin. Chaos Lords, okay, kriegen sie dann stand, neue Standardhelden rein, neue Regimenter. Vor allem hier uh, wird sogar eine Einheit gespoilert. Plague Lords and Toad Dragons. Das ist bei den anderen nicht drin gewesen. Das uh, wüsste man nicht, wenn die Leaks nicht mal wieder passiert werden. khan is one of the greatest warlords. Bla bla bla. Mighty Leader, Hard-Hitting Tank. Stärke eines Ogers auf seinem Toad Dragon Bubblebloss. Bubble heißt er, sein, sein Reittier. Tamokans Streitmacht der Zerstörung. Ähm, ähm, sammelt eine Horde von heroischen Charakteren auf seinem Weg ein, also absorbiert die Stärke von denen, die ihn nicht besiegen konnten. Diese heroischen Charaktere, nämlich Chieftains, werden zu seiner immer weiter wachsenden Imperium, seinem Imperium hinzugefügt. Und dadurch kann er seine wahre dominierende Macht zeigen. Okay, so weit eigentlich ganz gut. Das hört sich prinzipiell ganz interessant an. Hoffentlich in einer Art und Weise, dass es wirklich mal eine epische Belagerungsschlacht gibt, die gut funktioniert. Immerhin. Okay, ähm, gut. Fliegende Black Ark. Ach so. Sagittarius. Ja, das, das passt. stimmt. Stimmt nochmal. Liegende schwarze Eiche, so in die Richtung. Könnte sein. Ja, ja. Ja, das hört sich ziemlich passend an. Dann gucken wir mal hier auf die, diesen Rock Paper Shotgun-Artikel, Shotgun der verlinkt worden ist. Bla bla bla, neuer Patch. Ja, und das ist wirklich, das, das ist Live-Recherche. Okay, momentan. Bin ich echt ein bisschen länger damit beschäftigt, glaube ich, als ich es normalerweise getan hätte ohne euren Zuspruch und euren Input. Aber mehr oder weniger ist das so. Klicke ich mich durch, gucke mir Newsartikel an, überlege mir was, gucke mal in meine Regelbücher, ob das alles passt. Ähm, okay, neue legendäre Lance, das wissen wir. Ah ja, okay. Hier steht ein bisschen mehr bei Rock Paper Shotgun, oder? Hier steht ein bisschen mehr. Also das hätte, ja, hier steht eindeutig schon ein bisschen mehr drin wenn ich das hier richtig erkenne. Ja. ja, es steht jedenfalls anders da oder expliziter da. Klar, hier aus diesem Text habe ich das fast so rauslesen können. Aber hier steht es explizit da, dass die Imperial Gunnery School als neues Feature gibt. Die Rüstkammer des Imperiums. Wiesenland und Nullen bekommen dadurch spezielle Einheiten Upgrades und Fähigkeiten. Als ähm, Belohnung für äh, Zeichnungen, die man als äh, okay, im Schlachtfeld irgendwie als Belohnung kriegt. Und die Gärten des Mord, die haben wir explizit im äh, Steam-Artikel gesehen. Ähm, da kriegt man eine heilige Stätten an, in befreundeten oder neutralen imperialen Siedlungen. Und dann kann man direkt hin und her reisen. Die Wände, <laughs> und die Verbündeten hassen das dann, weil äh, sobald man darüber reist betritt man ihr Gebiet und dann ist es ja ihr, habt ihr Gebiet betreten minus 25.000 ähm, in der Diplomatie und wir erklären euch den Krieg Klassiker Battleplay Style okay Deadly Bla 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 sie ist Magier und gerade zweihändige Sense neue Einheiten oh ja hier stehen auch Moment mal haben die das Ganze gelegt hier stehen ja die ganzen Einheiten drin ist das erlaubt Okay. Ich verstehe die ganzen Einheiten. Oh, oh, okay, interessant. Also Marienburger Landship, Steamtank Volligan, 0-Einschalt, Hochlandung. Hm, ich weiß nicht, ob das erlaubt war, von denen das zu diesem Zeitpunkt zu liegen. Wer, wer weiß. Okay, aber hier stehen sie. Jetzt. jetzt weiß ich, wo es hinkommt. Und Theodor Bruckner, Legendary Hero. Okay. Das ist ja die Liste, die jetzt hier auch auf ähm, Discord gepostet worden ist. Elspeth von Draken, Theodor Bruckner. Ähm, da haben wir den Engineer Lord und den Hero. Okay. Und Knights of the Black Rose, Marienburger landship 09 no Science. Ja, das ist. Kommt wahrscheinlich von daher. Kommt das von daher? Ich glaube jetzt einfach mal schon. Okay. Ja, Sagittarius schreibt, dass es zur Info der Blog den Content Creator bekommen haben, wie Great Book of Brud Grudges. Das hier. Okay hat auch in seinem Video gezeigt, die Einheiten zählen auch als Great Book of Grudges auf in seinem Video. Aha. Aha, aha, aha. Ja, interessant. Interessant. Great Book of Grudges. Mr. Murp hat sich auch ein kleines Video dazu gemacht. Ja, ja, ja. Guter Mr. Murp Everything you need to know. Ich sollte auch auf Englisch mal meinen Content machen, das wäre vielleicht sogar besser. Äh, uh, sei es drum. Okay, ja, tatsächlich. Meine Güte. Ach, The Great Book of Grudges. Das. <laughs> Seine Videos. Okay, meine Güte. Okay, okay. Kann ich mir einfach hier rauskopieren. Passt schon. Passt schon. Trailer Breakdown Reaction. Okay, Assortment of Finnish. Okay, dann gucken wir uns das mal hier an. Was haben wir? Gardens of Morgue. und Finnish New Content steht das hier auch drin. Battle-Play-Style, okay, okay, ist tatsächlich einfach nur das 1 zu eins kopiert, hat, was Creative Assembly den Leuten geschickt hat, oh, verstanden, verstanden, Empire-Content, ganz so small, bla bla bla, okay, das ist die Mechanik, man kann den und reisen, New-Units, okay, steht jetzt alles drauf, dann ist es ja gar kein Leak, dann sind nur die Einheiten, die dazugekommen sind, der Leak, gut zu wissen. Ähm, dann haben wir hier Tamokans Chieftains. Ja, das haben wir gesehen. Okay, der sammelt die ein und versucht alles kaputt zu machen. Besieging the Battlefield. Klar es ist ein Tank mit super unsterblicher Lebensenergie. Und hier sind die Einheiten dann mit drin. Und hier kommen die Zwerge. Äh, was haben wir hier? Spirit of Krungni. ja, March uh, beneath the airborne machine. Oh, Malakai's Army march beneath the airborne machine. Das heißt, seine Armeen uh, marschieren unter. Der fliegenden Maschine Spirit of Grumi, das heißt, sie reisen nicht darin. Legendäres Luftschiff des Slayer Engineers. Er kann es upgraden, on the move to increase his battle prowess and even call upon in battle. Also kann mitkämpfen und damit kann er upgraden. Also wie eine Hordenmechanik für die Zwerge. Hey, da hatte ich doch gerade erst einen Mod-Montag vorgestellt. Seine Mission ist um, Daily Exploits, improve his lazy Okay, okay. Geht irgendwo hin. Keine Ahnung. Kein Hinweis zu nehmen, Krone bisher. Battle Playstyle, Malakai promises service Range Support. Okay, und schießt und hat so ein bisschen Waffen, mit denen er auf den Gegner schießen kann. Und hier sind die neuen Einheiten drin. Sonst noch irgendwas. Freelcy Arriving. Wish Patch 5.0 kommen. Einige Quality of Life Improvement, Bugfixes. Es kommt noch ein nicht gelegter legendärer Lord. Oh. Oh. Moment, ist der schon geleakt? Moment mal, Moment mal. Epidemius ist Freelcy Held. Ne? Ach so stimmt, Garagram Fist War das nicht auch ein Lord? Nee, 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 das war ein Held. Garagram Fist wird der Held. Da ist der... Äh, jetzt sollen mal kurz reingucken. Genau, Legendary Heroes, Garagram Fist. Moment mal, ein Lord ist noch nicht geleakt. Oder bin ich jetzt dumm? Habe ich das wieder ver, 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 vergessen? Ähm, Epidemius ist Lord. Ach so. Okay. Ja, Elite Henry, danke, dass du hast. Und später. Andere YouTuber haben auch die Einheiten schon vorgestellt. Also du meinst jetzt hier so uh, wie Thrones of, uh, wie A Great Book of Grudges. Oder gibt es auch schon Bilder dazu? Ja, okay. Ähm okay, wenn Epidemius dann der Free LC held ist. Free LC Legendary Lord, ja, okay. Schade. Schade. habe ich vielleicht noch gehofft, dass da noch ein Buchmann mit drin gesteckt hätte. Aber dann ist es so. Dann ist es so. Okay. Ja, ich würde mal sagen, ähm, das war's. Grudge Raker Thunderous. Das war's an Einheiten, die wir haben. Okay, dann können wir noch den abschließenden Abgleich. Was hat der Hamster richtig, was hat er falsch? Gucken wir uns also die Zwerge an. Ich bin ein bisschen am Nuscheln, ist schon spät. Also, der Mond Drachenslayer held Ich habe jetzt gedacht, die machen einen separaten Held und legendären Lord, was Drachenslayer angeht. Finde ich fast schon ein bisschen schade, dass sie sich hier diesen einfachen Weg genommen haben und einfach das Gleiche reingepackt haben. Josef Bugmann gibt es bisher nicht, deswegen wird der rot. Ähm, dann haben wir. Okay, ich kann auch die Liste hier nehmen, die ist ein bisschen übersichtlicher. Dann haben wir keinen Meistermaschinisten bei den Zwergen. Okay. Obwohl er im Armeebuch der Zwerge mit drin steht. Die Donnerbarke haben wir. Den, God, den, den Runenwächter haben wir nicht, tragischerweise. Slayer Doomseeker. Die kriegen wir. Das hat gepasst. Immerhin. Slayer-Style DLC. Anvil of Doom? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay. Stattdessen haben wir einen. Ähm, wie heißt das Ding? Äh, Grudge Raker. Rudra Thunderers haben wir nicht im Trailer gesehen und Slayer Pirates okay schon ein bisschen crazy ähm, aber sei es drum okay die sind da aber ich habe sie nicht gesehen die zwei gibt's auch nicht mache jetzt erstmal weg sonst wird das alles hier viel zu voll so das war's das na immerhin immerhin ganz okay ganz okay beim Imperium Elsbeth hat gepasst. Meisterzauber kriegen wir nicht. Theodor Bruckner hat gepasst. Master Engineer ist ein Lord und statt ein Held. Wir kriegen die Null Ironsides. Immerhin, das hat gepasst. Die sind grün. Imperialer Drache, oder vielleicht orange. Celestial Hurricane, um, hätte ich eigentlich gedacht, dass das kommt. Einfache Einheit, aber dann doch nicht. Pantherritter waren es nicht. Stattdessen wurden es die ähm, Alternativen, Alternative Ritterorden, der zugegebenermaßen eigentlich auch ein bisschen besser passt zu Elspeth von Draken. Ritter der schwarzen Rose, wobei ich zugeben muss, ich kenne die eigentlich gar nicht. Ich kenne eigentlich nur die Ritter des Mors. Sind das die gleichen? Hm. Hat nicht gepasst. Marienburger Landschiff hat gepasst. Null Repeater Rifles hat nicht gepasst. Und nochmal ein Steam Tank Volley Gun. Okay. Mhm. Kenne ich jetzt auch nicht, aber vielleicht ist das... Ähm in dem Armeebuch, achte Generation drin. Stattdessen haben wir hier ein Engineer Hero. Ja, ich meine, ein paar Sachen haben gestimmt, ein paar Sachen haben nicht gestimmt. Und außerdem noch die Hochland. Long Rifles. Immerhin. Immerhin. Und dann haben wir Nörgel. Dann haben wir Nörgel mit Tamokan. Dann haben wir Epidemius, immerhin, das hat gepasst. Dann haben wir den Nahkampfgeneral und den Nahkampfhelden. Das war wie erwartet. Bile hat gepasst. Ähm, dann haben wir Toad Dragon, der hat gepasst. Rod Knights hat gepasst. Bildschols hat gepasst. Pestigors hat gepasst. Ähm, Plague Ogres, ne? die, die solchen Ogre, die haben wir nicht richtig. Und die Kogan-Krieger waren ebenfalls nicht korrekt. Ganz interessant gefunden. Aber okay, Nurgle hat ja eigentlich noch am besten gepasst. Bei den anderen war es schon eher, sagen wir, 50%. Ja, 50%. Naja. Okay. Einen sehr guten Trailer. Hallo Ben Grimm, willkommen. Guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir sind gerade am Ende angekommen. Wir haben uns den Trailer angesehen, analysiert verglichen äh, und die ganzen ähm, Neuigkeiten rausgezogen, die äh, auf anderen Kanälen bisher gelaufen sind und äh, ja, noch uns ein paar Leaks angeguckt, die nebenbei noch rausgekommen sind. Und ich würde mal sagen, das passt soweit. Das, das werde ich jetzt einmal zusammenfassen, das ganze Thema, und morgen in einem kurzen und prägnanten Video rausbringen. Ähm, wann geht die Heldenkampagne weiter? Die machen wir. Ähm, ja, ähm, dieses Wochenende sicherlich. Freitag, Samstag, Sonntag. Muss ich mal gucken. Irgendwo steht da auch noch Blood Bowl drin. So, und das wäre es für heute. Ähm, ihr habt jetzt live gesehen, wir haben es da recherchiert hat, bisschen länger als sonst. Ich fasse das zusammen für morgen für ein ganz kurzes Video. Und das wird heißen Bugman confirmed. Denn hier habt ihr es zuerst gesehen. Da ist er. Das weiß noch kein anderer. Das weiß noch kein anderer. Ich kann es kaum erwarten, der erste zu sein. Hier, der sieht. Dass Bugmann confirmed ist. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen und ich wünsche euch eine schöne weitere Woche.